so Bohnen drin oder so? Ach so. Ah. Oh. Essen. Oh, diese Komm fucking ab ins Bett, komm. Sonne, ey. So, und das ist jetzt dann tatsächlich der letzte Versuch. Dreimal gejoint. Also jetzt das dritte Mal. Ich habe jetzt einfach, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, bin ich jetzt auf meine zweite Internetleitung gerade gewechselt. Ach, verdammt, jetzt muss ich ja die Einführungsrunde mitfahren. Oder? Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass ich sie mitfahren muss. Ich habe auch noch keine Info, wann es mit dem Hauptrennen losgeht. Also wäre echt schade, wenn jetzt der Stream wieder abbricht. Ich sag mal so. Ich würde dann aber einfach trotzdem im Prinzip wieder reingehen. Also 2016 geht das Hauptrennen los. Ich bin dann gleich wieder da, kurz was trinken und so weiter. Wir sehen uns dann gleich und ich hoffe, die Verbindung bleibt einfach. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Drückt mir die Daumen. Das ist der dritte und letzte Versuch. Also wie gesagt, ich habe noch mal das Internet gewechselt. Ja, wenn man zwei Leitungen hat, kann man das machen. Eigentlich dachte ich immer, die andere Leitung wäre es. Andererseits muss ich sagen, über die Leitung arbeite ich normalerweise auch. Und da bin ich über ein VPN verbunden. Und da bricht es eigentlich nie ab, also. So ganz erklärt sich's nicht. Ja, hoffen wir einfach aufs Beste, dass wir jetzt ein schönes Rennen sehen, was in knapp einer Minute losgehen wird, laut Ansage. Und schauen wir mal, welche Strategien entwickelt werden. Ich habe jetzt natürlich das Rennergebnis nicht. Ich hoffe, Soft Hub, Medium, alles dabei beim Start, sagt Extra Prinz. Danke dir dafür. Schauen wir uns gleich an. Ja. Auf den Softs, die funktionieren tatsächlich am Start. Wenn man gut durchkommt, kann man ein paar Sekunden rausfahren. Soft, Medium, Medium ist eine Strategie, die man fahren kann. Ist, glaube ich, Tilly am Donnerstag bei seinem Sieg in der B-Serie gefahren. Hatte dann aber auch noch ein bisschen Glück, dass ein Safety Car, glaube ich, zur rechten Zeit kam.
kam Anfang nicht ganz so gut klar, aber am Ende halt gewonnen. Und das ist das, was zählt. Ja, Timer läuft. Und dann geht es gleich in die Einführungsrunde vom Hauptrennen. Und mir scheint hier genau die Sonne gerade ins Gesicht. Das ist fürchterlich. Aber so ist das jetzt, wenn die Tage wieder kürzer werden, länger werden. Kommen wir mit klar. Das Spiel schlägt dir soft, 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 hart vor, Extra-Prinz. Ja, dann, auf geht's. 7 Runden Soft jeweils ballern. So. Telemetrie, Rundendaten, Strecken, Karte. Dann schauen wir mal auf die Reifen. Die Reifen vorn. Turtle hab Skill auf Medium. Acker wird versuchen, Langstint zu ziehen auf Harz. Bis Runde 30, schätze ich mal. 31, 32 vielleicht. JMK auf Medium. Casey Zetuesen auf Harz. Saki Sarkowski, Ilkay auf Mediums. Tim startet, der erste Softstarter, Teller auf Medium, Sindbad auf Hard, Florian auf Soft, der sonst immer auf Hard startet. Okay, wird interessant. Altair auf Soft, Exaprinz wird auch einen langen Stint versuchen zu fahren auf Hard, Quant 52 auf Hard und Stingray von Platz 16 auf Mediums. So, und dann nochmal schnell, bevor es jetzt losgeht. Genau, der aktuelle Zwischenstand. Also, Turtle führt nach dem Sprintrennen mit 495 Punkten vor Ilkay mit 348 Punkten. Das sind also 147 Punkte. Landet er im Rennen vor Ilkay und vor Acker, ist er Weltmeister. Acker hat 344 Punkte auf P3, also da kann es um P2 noch richtig spannend werden. Ja, Aufgabe von Turtle muss sein, vor Acker und vor Ilkay zu bleiben und nach Möglichkeit besser als Platz 10. Dann sollte es reichen. So, aber das sehen wir dann am Ende des Rennens. Und wir freuen uns jetzt auf den Start. Die Kamera wird wieder mistig sein. Schauen wir, ob alle rechtzeitig ins Grid reinfinden und das Grid auch treffen. Saki Sarkowski steht, Ilkay steht, Tim steht. Scheint diesmal alles gut zu sein. Nein, Bakura trifft es nicht. Disqualifiziert. Florian Stingray. Florian trifft, Altair trifft und Stingray auch disqualifiziert. Und die 5 roten Lichter gehen jetzt gleich an zum Start des Hauptrennens beim Circuit of the Americas. Der 19. Saisonlauf der ERL Samstagserie ist eröffnet. 4 Lights, 5 Lights. And away we go. Und da am Start. Turtle hat einen super Start erwischt. Bleibt vorne in der Mitte. Dringt JMK vor. JMK in. Jetzt gegen Hubskill-Do-Net. Bleibt außen. Deswegen Hubskill-Do-Net bleibt vorne. Und Acker auf den Harzreifen konnte auch P4 halten. Saki Sarkowski auf 5. Casey Zetwey sind zumindest alle ohne Kollision durchgekommen. Erstmal. Und schauen wir, wie sich das Rennen entwickelt. Saki Sarkowski macht hier natürlich schon richtig Druck auf Acker. Der wird natürlich absolutes Teamplay machen heute. Bin ich mir sicher. Gelb im hinteren Sektor. Da ist Bakura ganz nach hinten gefallen. Der steht da. Immer noch gelb. Flügelschaden sehe ich jetzt nicht. Vielleicht nur ein Dreher. Gelb in Sektor 2. Da hat es Tim erwischt. Der hat sich hier gedreht. Wahrscheinlich in der Kollision. Fällt jetzt auf den letzten Platz. Das gibt schön heiße Reifen wieder. Und hetzt jetzt dem ganzen Feld hinterher. Aber vorn. Turtle vor Hubskill-Do-Net. JMK dahinter. Acker auf 4. Kann auch auf den Harz erstmal die Pace mitgehen. Sindbad überholt Altair. Jetzt auf P10 vor. Saki Sarkowski, der wird hier, glaube ich, alles versuchen, um an Acker vorbeizukommen. Und das sollte ihm mit dem Medium-Reifen auch gelingen. Auch. Und da dreht sich Saki Sarkowski weg und Ilkay kann gerade noch ausweichen. Da stand der richtig. Da hat er einen wunderschönen 360 gemacht. Kann sich fangen. Reifen sind jetzt natürlich heiß. Verliert noch eine Position gegen Sindbad. Muss jetzt aufpassen. Sindbad geht weit. Muss sich aber erstmal auf P10 einreihen und damit ist der Plan erstmal fehlgeschlagen.
Teller in der Box. Da muss was passiert sein. Da muss er sich einen Schaden geholt haben. Auf was wechselt er? Wechselt er auf Softs? Wechselt er auf Hard? Saki Sakowski schon wieder vor auf P8. Ja, Flügel wird gewechselt. Reifen, da steht Mechaniker leider davor. Und er ist auf die Hards gegangen. Zieht er die Hards jetzt richtig lang, kann er Softs gehen. Extra Prinz und Single One hier nebeneinander. Extra Prinz geht hier weit nach links. Verliert deswegen die Position an Single One. Und Single One von P16 auf P11 schon vor. Aber was ist vorn? Turtle, JMK haben sich abgesetzt. Acker jetzt auf P3. Ilkay, der WM-Zweitplatzierte, auf P4. Macht jetzt Druck auf Acker. Der ist jetzt auch im Sekundenfenster drin. Und wenn die beiden sich natürlich bekämpfen sollten, dann kommt das Turtle natürlich noch mehr gelegen. Florian auf P6 mit seinen Softreifen. Der ist, glaube ich, von P11 gestartet. Ja, wilder Start hier am Anfang. Aber für den WM-führenden McLaren-Piloten könnte es gar nicht besser laufen, als wie es momentan läuft. Schauen wir mal, ob der ERS einsetzt. Na, der setzt gar kein ERS ein. Dahinter JMK 50%, obwohl das sind bei anderen 100%, wenn er 50% hat. Ist jetzt aus dem DRS raus. Und DRS wird jetzt freigeschaltet. Fährt zwar die schnellste Runde, jetzt wieder drin. Gelb, Alter, hier ist raus. Schauen wir mal, wo der ausgeschieden ist. Sehen wir nicht mehr, aber irgendwo da ist er DNF gegangen im dritten Sektor. Und virtuelles Safety Car. Damit werden die Abstände jetzt eingefroren. Stingray One in der Box. Warum auch immer. Naja gut, von Softs, aber nach drei Runden. Oh, der muss den Flügel wechseln. Gab es da doch die Kollision mit Extra Prinz? Wechselt jetzt auf die Harz rüber. Und es scheint beim VSC zu bleiben. Er steht da irgendwo auf Start und Ziel. Nein, das ist Teller, der jetzt an Stingray One vorbeigeht. Stingray One war ja gerade in der Box. Immer noch VSC. Und jetzt ist VSC deaktiviert. Und DAS ist dafür aktiviert. Ja, MK auch direkt drin im Fenster. Selbst P2, habe ich gerade ausgerechnet, sollte für Turtle reichen, solange vor Acker und Ilkay ins Ziel kommt. Es ist die Frage, wenn jetzt JMK wirklich schneller sein sollte, ob es dann Sinn macht, ob Turtle da versucht, mit allem Krampf vorn zu bleiben, oder ob Turtle da taktisch denkt. Es sind 6 Punkte Abstand zwischen P2 und P3. Aber hier hat Turtle den Abstand jetzt schon wieder ausgebaut. Schon wieder fast auf 19. Es scheint immer einen sehr starken dritten Sektor zu haben. Schauen wir mal, wie das auf der Geraden aussieht. Gelb in Sektor 3. Da steht Saki Sakowski. Hat sich hier gedreht. Ob es da eine Kollision gab, konnte ich nicht sehen. Verliert jetzt die Plätze wieder. Extra Prinz dadurch auf P9 vor. Florian hat eine Position verloren. Der ist auf P7 zurückgefallen. Schauen wir doch einfach mal, wie die Positionsveränderungen sind. Ah. Nein, das war's nicht. Position. Na, da. Also, Gewinner des Starts ist Extra Prinz tatsächlich mit 5 Positionen und Casey Teller mit 5 Positionen Verlust. Und zweiter Gewinner Florian, der von P11 auf P7 vorgefahren ist. Ja. Und ansonsten hat sich das jetzt alles erstmal ein bisschen eingependelt. Acker hat knappe 4 Sekunden auf Turtle zurück. JMK hat jetzt doch wieder am DRS zu kämpfen. Dass er im DRS bleibt. Scheint aber auf der Geraden schnellere Setup. Ilkay greift hier Acker an. Und Ilkay geht vorbei auf P3. Hinten geht Tim an Bakura und an K1 gleichzeitig vorbei. Okay. Und Ilkay jetzt auf P3 vor Acker. Der Teamkollege von JMK. So, 52 Runden müssen wir noch durchhalten. Also die Leitung hier auf jeden Fall.
Extra Prinz jetzt sehr nah. Nein, Saki Sarkowski hat sich die Position zurückgeholt. Türte mit einer 1:39.039 die schnellste Runde gefahren. Oh, der ja. So. Aber Extra Prinz hält sich auf den Harten auch gar nicht so schlecht weiterhin auf P10. Hab Skill-Do-Net jetzt sehr nah dran an Casey Z-Racing. Durch die SSO, das war ein Cut. Da war er zu weit in. Verliert hier allerdings in den SS über 2 Zehntel. Schauen wir, wie es jetzt bergab geht. Da hält sich der Abstand. Da holt er wieder auf. Gibt es jetzt den Angriff auf der Start-Zielgeraden? Nach 4 Runden, die Mediums sollten eigentlich besser funktionieren. Gelb in Sektor 1 und 2, das ist K1, der hier neben der Strecke war. Kommt zurück auf die Strecke. Dahinter kommt Casey Teller jetzt rasend schnell näher. Da hinten sieht man es schon. Und vorn, Habskill-Do-Net verteidigt sich hier gegen Casey Z-Racing. Ja, ich muss hier gerade hin und her schalten, weil hier überall gerade Action ist. Und JMK hält sich vorn weiterhin im Sekundenfenster von Turtle. Ilkay kommt aber auch nicht bedeutend näher dran. Also es sind weiterhin diese 4,5 Sekunden circa. Und Acker muss jetzt aufpassen, dass er nicht aus dem DRS-Fenster fällt von Ilkay. Natürlich auf den Hartreifen kann er wesentlich länger fahren. Ungefähr 10 Runden länger als wie auf den Mediums. Bin mal gespannt, ob Turtle dann vielleicht schon vor Runde 20 vielleicht reingeht. Vielleicht splittet er auch die Strategie Medium, Medium, Soft. Weiß man nicht. Da müsste er aber auf jeden Fall na, mindestens 10 Sekunden pro Stint rausfahren, damit es funktionieren kann. Und hätte dann mit den Softs am Schluss natürlich den Mega-Vorteil. Oder wenn seine Pace so gut ist, dann mit Softs im zweiten Stint. Ja, und jetzt sind alle tatsächlich aus dem DRS raus. Deswegen gehen wir nach hinten. Auf Casey Teller, der jetzt hier auf der Start- und Zielgeraden genau richtig umgeschaltet an K1 52 vorbeigeht. K1 52 bleibt außen dran, muss hier aber zurückstecken, tut er auch, riskiert keine Kollision oder ähnliches. Und deswegen Teller jetzt vor auf P13. Ja, Acker jetzt eben auch aus dem DRS rausgefallen. 6 Runden absolviert. Bislang. Und Teller hat jetzt erstmal eine Riesenlücke zu Bakura. Das sind 11 Sekunden. Ja, und Acker kämpft hier verzweifelt, genauso wie Casey Z-Racing bei Habskill-Do-Net. Den hat er auch nicht halten können. Bin mal gespannt. Die umgekehrte Wirkung von Hart zu Medium sollte so ab Runde 12, 13 einsetzen. Da sollten sich die Rundenzeit dann angleichen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn. Wie viel kann Türte jetzt raushauen? Fährt jetzt die schnellste Runde mit einer 1:38.7. Das ist stark. Hat jetzt auf Acker schon 6,5 Sekunden Vorsprung. Auf Ilkay sind es 5,1 Sekunden Vorsprung. So, und Teller holt hier hinten auch richtig gut auf Bakura auf. Hat jetzt schon fast eine Sekunde gut gemacht wieder. Also der kommt auf den Harz auch richtig gut klar im Gegensatz zu Bakura. Tim auf den Softs jetzt ganz nah dran an Extra Prinz. Setzt sich hier rechts daneben. Hab Skill, du nett mit der ersten Zeitstrafe. Extra Prinz hält dagegen, bleibt in, ist hier und bremst sich hier stark rein, muss jetzt aber stark verzögern. Und da hat er gegen die Softreifen von Tim keine Chance. Und deswegen Tim auf P10 vor. Extra Prinz auch schon kein ERS mehr. Tim 76%. Der hat das gut gemacht. Man kann sich in Turn 1 reinbremsen, aber hat dann oftmals keine Chance, weil der Gegner viel mehr Traktion hat und viel früher aufs Gas gehen kann, weil es sich einfach viel zu weit rausträgt. Also diese Dive-Manöver in Kurve 1 machen nicht immer wirklich Sinn. So. Schauen wir mal auf Abstand zum Führenden. Acker hat jetzt knappe 7 Sekunden Rückstand. Das ist doch mehr als erwartet gegenüber Turtle. Ilkay 5,7 Sekunden. Der ist aber auf den gleichen Reifen wie Turtle. Also der wird aus der Rechnung dann höchstwahrscheinlich rausfallen.
Gut wäre es natürlich für Acker, wenn er wieder reinfahren könnte ins DRS von Ilkay und sich da ein bisschen ranziehen kann. Dann können die vielleicht beide ein bisschen was gut machen, aber Ilkay verliert auch sukzessive immer weiter auf Turtle. Und Turtle hat sich auch von IMK schon knappe 2 Sekunden jetzt abgesetzt. Strafen bisher nur Hubskill Dunet, ansonsten noch keine. Das ist sehr schön, aber je weiter der Reifenabriebverlust ist, umso mehr Strafen werden wahrscheinlich kommen. So, Tim. Wie lang bleiben die Softfahrer draußen? Florian und Tim. Also Florian kann die Pace von Casey Zdrasen auch nicht mitgehen. Hält sich hier aber vor Sindbad. Die verlieren beide zeitgleich. Im Prinzip. Also die Softs maximal 10 Runden, würde ich sagen. Und dann jeweils... Dann würde ich sagen, sogar wenn man Soft, Medium, Medium fährt, 25 Runden Mediums und dann nochmal knapp 20 Runden Mediums. So um den Dreh würde ich das, glaube ich, fahren. Weil insbesondere, wenn man dann die Mediums im dritten Stint fährt, da ist der Unterschied schon gewaltig. Schätze mal 1,36 hoch, 1,37er Zeiten kann man da fahren. Genauso, wenn man die Softs zum Schluss fährt. Aber lassen wir uns überraschen, was passieren wird. Ja, zum Rennen gibt es nicht wirklich viel zu sagen momentan. Wie ihr seht, der einzige ist Hubskill Dunet, der jetzt auch an Acker rankommt. Und das sind keine guten Zeichen für den lieben Lukas. Aber auch hier wird... Ja, hello Utronaut. Of course the big turtle in P1. Yeah, and today he has the chance to claim the World Championship title of the Saturday series. He has to stay in front of Ilkay and of RL Acker. Ja. Ich habe das jetzt einfach mal auf Englisch gemacht, weil ich nicht weiß, ob du nur Englisch sprichst. Aber hey, ich versuche hier international zu sein. Englisch kann ich auch ganz gut. Sollte also hinzubekommen sein. Hauptkommentar ist natürlich auf Deutsch. Logischerweise. Genau. So. Hubskill Dunet ist jetzt auf jeden Fall im DRS-Fenster. Und Saki Sarkowski holt sich 3 Sekunden Penalty. most dominant driver F1 history. I don't agree. Da fehlt hier leider jemand, wenn ich sag, der hier nicht dabei ist. Also wir haben einen Fahrer in der ERL. Wenn der mitfahren würde, würde ich sagen, hätte Turtle schwer eine Chance. Du sprichst ein bisschen Deutsch. Okay, so I will translate again for you. We have another driver in the ERL here, in our league. He's slightly better than Turtle. And even if Turtle has improved his skill and his ability over the year, over the season, but I guess there's a little gap to that another driver that will not take part today, unfortunately. So, but at the moment, Turtle, yeah, increased his level quite a lot over the last few weeks or months better. So, he's always a good driver here, but what he had done the last couple of weeks, that's just extraordinary. So, komme ich wieder zurück auf Deutsch. Also für alle, ich habe nochmal, wer es nicht verstanden hat, ich habe hier für den lieben Utronaut, ich habe das mal einfach auf Englisch gesagt, dass ich halt sage, ja, es gibt bei uns natürlich noch einen Fahrer, der besser ist als Turtle, der ein kleines bisschen besser ist. Aber dass eben einfach, wie Turtle sich über die Saison entwickelt hat. Er war ja schon am Anfang der Saison, Mitte der Saison stark. Aber speziell die letzten Wochen, was er hier abreißt. Und egal auf welcher Strecke, muss ich sagen. Ob das Singapur, Japan, jetzt USA ist und, und. Also ich habe so das Gefühl, das fing bei ihm an, ich glaube, ab Ungarn. Da ist er auf einmal wahnsinnig gut geworden. Weiß nicht, ob er mehr trainiert hat. Können wir ihn ja vielleicht im Interview fragen, wenn er denn aufs Podium kommt. Wonach es momentan aussieht. So, kommen wir zurück zum Rennen. Da steht Sakis, da ist Turtle und kaum reden wir von ihm, da hat er sich gedreht. Verliert jetzt die Position gegen Ilkay. Der ganze Vorsprung gegen Acker ist weg. Ja, Turtle is on the rise, but Turtle has also made a Spinala, as you had seen.
Ja, nein, Türtel, genau. Mann, Türtel. Unfassbar. Ist das jetzt der Druck? Und wenn das so bleiben würde, würde Ilkay tatsächlich noch die WM offen halten. Dann ist hier noch nichts entschieden. Wow. 147 Punkte hat Türtel Vorsprung. 149 gibt's. Florian geht da hinten an Sindbad vorbei. Ist jetzt vorbei und Saki Sakowski schlüpft gleich mit durch an Florian. Nein, Sindbad ist vorbei, nicht Florian. Ja, Florian ja auch auf den Softs. Die Softs bauen jetzt massiv ab. 11 Runden, in der 11. Runde befinden wir uns jetzt. So, aber jetzt muss Türtel natürlich wieder zu sich finden, seine Konfidenz zurückfinden. Hab Skill, du nett, jetzt aber auf der DRS-Geraden. Auf der zweiten Geraden, direkt im Heck von Acker, setzt sich jetzt links daneben und geht vorbei. Und ja, das war mir eigentlich klar, dass Acker da nicht großartig kämpfen wird. Yes, of course, I always interview all the people who reach the podium. So that means P1, P2, P3. So, of course. So, kommen wir zurück. Turtle, hab Skill, du nicht, hält sich im DRS. Acker wird versuchen, sich mitziehen zu lassen. Ich denke noch ein paar Runden und dann wird der Vorteil der Harz beginnen. Saki Sakowski geht jetzt hier vorbei an Florian. Der hält sich noch außen, muss hier aber zurückstecken. Keine Chance. Saki Sakowski, ja, auf, ab, heute den ganzen Tag irgendwie schon. Hat sich am Anfang gut gehalten. War drauf und dran, Acker zu überholen. Macht jetzt hier schon wieder. Und Florian geht in die Box. Schauen wir, auf welche Reifen er wechselt. Und Acker jetzt auch aus dem DRS rausgefallen von Hubskill, du nicht. Also für den läuft es nicht. Turtle versucht sich langsam wieder ranzukämpfen. Florian wechselt auf die Harz. 44 Runden ist anspruchsvoll, muss ich sagen. Aber wir haben bei Florian das schon öfters mal gesehen, dass er solche, dass er ein Reifenflüsterer ist und das auch durchziehen kann. Kommt jetzt hier auf P13 wieder zurück ins Rennen. Könnte rein theoretisch durchfahren. Oh, und gleich mal mit einem Quersteher aus der ersten Kurve raus. Er versucht sich jetzt hier die Reifen noch warm zu machen. So, aber vorn. Hab Skill, du nicht. Jetzt auch ganz nah an Turtle dran. Turtel da Schaden erlitten? Ich kann nichts sehen. Hat er sich die Reifen hier vielleicht zu stark abgenutzt bei seinem Dreher? Aber Habskildunet hat auch schon eine Strafe, also wäre jetzt auch nicht das Problem. Aber natürlich der wunderschöne Vorsprung. Das waren über 10 Sekunden auf Acker, also mit Medium, Medium, Soft, das wäre dann wahrscheinlich definitiv aufgegangen. Und Acker wartet natürlich, dass die Harz endlich in den Vorteil geraten gegenüber. Teller geht hier an Extra Prinz vorbei. Leichtes Überholmanöver. Damit auf PL vor. Tim immer noch auf den Softreifen. Wird er jetzt in die Box gehen? Turtle robbt sich derweil näher ran an Ilkay. Jetzt 1,2, 1,3, das waren gerade 1,5 bis 1,7 Sekunden Rückstand. Tim bleibt eine weitere Runde draußen. Also die Reifen haben locker 60%, sage ich mal, jetzt mittlerweile schon. Also die KI im Spiel kann normalerweise die Softreifen bis Runde 14 oder 15 ziehen. Keine Ahnung, wie die das macht, aber sie kann. Und vorn jetzt auch hab Skill Do Net. Und Turtle kommt aber nicht wirklich ins DRS rein zu Ilkay. Und das kommt natürlich Acker zugute. Der hat jetzt knappe 3 Sekunden Rückstand. Ja, hi, Ryan, grüß dich. Schön, dass du zuschaust. Ja, ist ein super spannendes Rennen. Heute auch mal ein bisschen international. Weil wir ja auch Zuschauer haben, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal kurz auf Englisch switche. Genau, aber freut mich, dass du auch eingeschaltet hast. Ryan O'Connor, unser Fahrer aus der D-Serie. Hat sich auch sehr, sehr stark gesteigert die Saison über. Vor allen Dingen viel konstanter geworden. Und wie ich gehört habe, ab nächstem Jahr will er komplett nur noch mit mittlerer TK fahren.
Ja, ich gebe es ja zu, bei mir, ich bin einfach zu faul, das zu machen. Ich müsste mich da mehr reinschwitzen. Aber Kind, Frau, Job und so weiter und ein bisschen anderes Leben und so weiter. Nee, möchte ich nicht. Ja, allerdings habe ich die Hoffnung, dass das in F1 23 vielleicht leichter wird. Mal schauen. Wir lassen uns alle überraschen. Ich denke, wir werden demnächst am 19. Mai, am nächsten Freitag, kommt ja das Deep Dive 2. Das ist das zweite Video. Also ich weiß nicht, wer das erste Deep Dive verpasst hat. Das kam jetzt am Freitag oder am Donnerstag raus. Also F1 23 wird ja Red Flags haben, sowohl in der Karriere wie auch im Multiplayer wurde gesagt. Besseres Handling, bessere Traktion bei Bremsen, Gas geben und bei Rotation. Da lassen wir uns einfach mal überraschen, ob das auch wirklich so sein wird. Dann die 35% Rennen kommt zurück. Ja, und dann soll auch eine sogenannte Funktion Precision Drive, das soll speziell für die Controllerfahrer eine Erleichterung sein. Das heißt, dass man das Auto einfach mehr fühlt. Unterboden wurde überarbeitet bei dem Fahrzeug in Bezug auf Reifenabrieb und auf Unebenheiten, sprich Rumble Strips oder Curbs zum Beispiel. Ich habe gesehen, und da dreht sich Ilkay weg. Nein, und da schenkt der Türte die Position wieder her und fällt jetzt auch noch hinter Acker. Ist jetzt wieder am Fahren. Ja, fällt bis auf P5. Türte damit wieder auf P2 angelangt. Aber auch das reicht, wie gesagt. Ja, zurück zu F1 23. Also ich habe, es kommen ja die zwei neuen Kurse. Es kommt Las Vegas, es kommt Losail in Katar. Die sahen sehr schön aus. Auch wenn die Strecken natürlich leider nicht laser gescannt wurden. 3D-Laser gescannt wurde leider nicht gemacht. Ja, und... Oh, hab Skill du nicht mit der nächsten Zeitstrafe. Der hatte schon eine, wenn mich nicht alles täuscht. Hat dann jetzt 6 Sekunden. Gelb in Sektor 2. Das ist hab Skill du nicht. Der hat sich gedreht. Damit geht Ilkay wieder vorbei. Ja, die wollen da vorne nicht bleiben. Die drehen sich alle irgendwie nur. So, bleiben wir mal auf hab Skill du nicht. Ja, dann Shanghai, Portimao und Paul Ricard werden als sogenannte Legacy-Kurse, also legendäre Kurse, weiterhin verfügbar sein von Anfang an. Spielrelease wird am 16.06. sein, also in einem knappen Monat, während hab Skill du nicht hier links antäuscht, rechts antäuscht und dann doch zurückzieht. Und jetzt doch wieder in. Komplett außen, das wird eng. Immer noch zu zweit und jetzt in die Spitzkehre rein. Oh, Ilkay bleibt da sehr weit außen, muss jetzt zurückstecken. Dafür schlechter Exit von Hubskill-Dunit, kann sich jetzt aber von der Doppelrechts durchsetzen. Und damit Hubskill-Dunit wieder auf 4 und Ilkay wieder auf 5. Ja, und Türtel in der Zwischenzeit, das sehe ich jetzt erst, hat auf Acker wieder fast 10 Sekunden. Und Acker wechselt von den Harz. Acker geht in die Box. Die Harz scheinen nicht so zu funktionieren, wie er sich das gedacht hat. Jetzt bin ich gespannt, auf was er geht. Macht er einen Sprint auf Soft zum Beispiel? Was wird's? Nein, er geht auf die Mediums. Die kann er unten Flügel wechseln. Da muss es einen Schaden gegeben haben. Oh, und das ist bitter für Acker. Ja, und damit läuft alles für Türte hier. Denn der hat jetzt definitiv seinen Free Pitstop. Kann jetzt erstmal ein Stück aufatmen. Ja, schauen wir uns mal das Intervall an. Den führenden an. Ja, das sind jetzt auf Türte, der jetzt auch gleich vorm wieder im DRS ist. 33 Sekunden Pitstop plus 10 Sekunden sind das. Und damit ist Törte hier ein ganz heißer Anwärter auf den Sieg geworden. Extra Prinz Stingray geht hier weit. Extra Prinz geht hier weit. Kollidiert beim Zurückkommen. Gab es da den nächsten Flügelschaden bei Stinger? Kann ich so nicht sehen, weil die Kamera misst es. Wie üblich. Aber normalerweise ist Stingray der schnellere Fahrer als Extra Prinz. Ganz ehrlich. Und vielleicht hat er sich da doch was beschädigt. Ah, das sieht aber nicht danach aus. Vergleichen wir das mal mit dem ersten Martin.
Nee, nach Schaden sieht es nicht aus. Vielleicht nur Wheelbanging, also nur mit den Reifen berührt. Kann jetzt auch schon wieder aufschließen. Ilkay, 3 Sekunden Strafe. Ja, Jungs, sagt doch gleich, dass ihr Turtle zum Weltmeister machen wollt. Ja, gut. Schauen wir aber genau auf eben jenen genannten Stingray. Nein, schauen wir noch nicht. Gucken wir uns das an. Stingray, Extra Prinz wird hier weit nach außen gedrängt. Das sah mir aus wie eine Retourkutsche. Jetzt bremst sich Extra Prinz hier hinten rein. Schickt Stingray diesmal weit. Wildes Duell zwischen den beiden. Die sind letztens in Japan in der 50C auch schon miteinander kollidiert. Da hat es zum DNF dann geführt. Und Extra Prinz bleibt hier dran. Oh, und fährt ins Heck. Das war dirty, fand ich. Sollte jetzt zurückstecken, geht hier wieder weit. Müsste eigentlich gleich eine Strafe geben. Das war jetzt mindestens zweimal gecuttet. Bleibt aber erstmal dahinter und Stingray bleibt erstmal vorne. So, vorn zur Spitze, wo es spannend wird. Türte jetzt direkt. Und da wird es jetzt wahrscheinlich gleich den Angriff auf der DRS-Geraden geben, auf der Start- und Zielgeraden. Aber schön, jetzt haben wir wieder Duelle. Ilkay auch im DRS von Hubskill Do Net. So, schauen wir mal, wer die schnellste Runde aktuell hat. Die schnellste Runde hat aktuell Turtle mit einer 1:38.760. Casey Z-Racing holt sich 3 Sekunden. Wo ist Chia schon wieder gelb? Aber bleiben wir hier auf dem Duell um die Spitze. Turtle dran. Aber hier ist es nochmal spannender. Aka setzt sich jetzt hier gegen da. Ilkay hält voll dagegen. P2 und P3 in der WM. Letzte Kurve. Ilkay bleibt vorn. Damit müsste Aka das DRS jetzt auf der Start- und Zielgeraden bekommen. Kann ich nicht erkennen. Hat da gar keiner DRS? Doch, Aka hat das DRS bekommen. Aber kann noch nicht vorbeigehen. Quatsch, Acker. Ah, Ilka ist in die Box gefahren. Okay, alles klar. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum hier kein DRS kam. Okay, alles klar. So, auf was wechselt Ilka? Ilka ist auf die Hartreifen gewechselt. Der wird definitiv durchfahren. 38 Runden, das ist kein Problem. Und vorn, JMK vorbei. Turtle ist vorbei an JMK. Ich glaube nicht, dass es da einen großen Zweikampf gegeben hat. Und Turtle fährt weiter in sehr, sehr gute Zeiten auch, dafür, dass er jetzt schon auf 18 Runden alten Mediums ist. Ja, und alles läuft für Turtle. Gelb in Sektor 3, das war bei Saki Sakowski. Bei Tim nee, nicht bei Tim, wo war das denn? Bei Casey Z-Racing, bei Red Bull. Aber anscheinend nichts passiert. Vielleicht war da kurz einer neben der Strecke. Ja, und Turtle jetzt vor JMK. Und hab Skill Do Net. Und schauen wir uns nochmal den Gesamtabstand an. Turtle kann die Pace gegenüber Acker hat jetzt knappe 3 Sekunden gerade mal eingebüßt. Wir erinnern uns, Acker ist in Runde 15 schon in die Box gegangen oder 14. Ja, und kann sich jetzt entscheiden, ob er jetzt die Strategie ändert. Acker jetzt gerade erwähne ich es, schnellste Runde, 1:38.148. Ist die Frage, ob Turtle wirklich Medium Soft fährt oder auf Medium Hards wechselt. Dann denke ich, würde er vielleicht noch ein, zwei Runden fahren. So, schauen wir, wie der Abstand sich weiterentwickelt. Ja, der fällt natürlich. Acker macht jetzt Zeit gut. Jetzt noch knappe 30 Sekunden Rückstand. Also Turtle bleibt beim Boxenstopp auf jeden Fall vorn. Das steht schon mal fest. Aber Turtle fährt auch immer noch sehr, sehr starke Rundenzeiten. 1:06.7 im zweiten Sektor ist wirklich stark. Damit fährt er ja tatsächlich immer noch Zeiten unter 1:40. 1:39.5, 1:39.4 vielleicht. Also das sind sehr, sehr starke Zeiten für die alten Medium-Reifen. Acker jetzt unter 30 Sekunden Rückstand. Und Turtle bleibt draußen. Jetzt.
Da bin ich wirklich gespannt. Ja, 1,39,6, das ist eine sehr, sehr starke Zeit, wie gesagt, für 19, 20 Runden alte Reifen, nach wie vor. Habe ich gestern nicht geschafft bei einem Trainingsrennen. Ich konnte irgendwie nur knapp 1,40,0 immer fahren. Oder 1,39,9. Also diese Zeiten konnte ich nicht fahren. Und bei mir sind damals gestern in meinem Trainingsrennen die Mediums eingebrochen. Ab Runde 23 war es. Und da habe ich dann auch Strategiewechsel gemacht auf Medium, Medium Soft. Ja, KI 98 war zu schwach. Hätte ich vielleicht höher stellen müssen. Naja, sei es wie es sei. So, Türte jetzt auch aus dem DRS rausgefahren von IMK. Alle noch ihren Stopp vor sich. Schauen wir uns mal die Stopps bisher an. Die Stopps, also bisher waren in der Box Acker, Teller, Ilkay, Florian, Singwe und Extra Prinz. Und Turtle fährt hier wirklich konstante Rundenzeiten. Ja, MK kann aber die Pace auch wirklich gut mitgehen. Erinnern wir uns allerdings, dass Turtle fast 4 Sekunden Vorsprung hatte schon vor JMK, bevor er seinen Dreher hatte. Wahrscheinlich den obligatorischen Dreher, den er immer einbaut. Vielleicht hat er einfach nur gejubelt, weil Acker zu früh in die Box gegangen ist. So früh in die Box gegangen ist, weiß ich nicht. So, Acker macht natürlich auch weiter Zeit. Gut, sind 28 Sekunden. Ja. Schauen wir mal die Zeit von Acker, was er im Verhältnis zu Turtle fährt. Aber Acker müsste, wie wir wissen, knapp 44 Runden, ja, knappe 40 Runden auf den Harz fahren. 40, 42 Runden ungefähr. Ja, schauen wir mal, wie die Zeit sieht. Da hinten gibt es schon wieder Gelb. Ja, knappe Sekunde schneller als Turtle. Aber das macht dem nichts. Hat er immer noch einen Puffer von ungefähr 5 Sekunden, um auch nach dem Boxenstopp vor Acker rauszukommen. Und dann auf den frischen Reifen dürfte er eben wieder davon ziehen. Die Frage ist natürlich nur, was macht Turtle? Ein Stopp oder zwei Stopp? Aber ja, so, Gelb in Sektor 1, 2. Schon wieder weg. Das war davor. Ja, was wird an Flügel fahren, lieber Wein? Da gibt es total Unterschiedliches. Also, Turtle bin ich mir fast sicher, fährt sowas wie 40-36. Ich komme mit 40-36 gar nicht klar. Ich fahre zum Beispiel in 35-35 Flügel. Also, so weit auseinander ist es alles nicht. Oh, Extra Prinz, Zeitstrafe. Ja. Also musste für dich halt austesten. Also ich kam mit 40-36 gar nicht klar. Da habe ich totale Schwierigkeiten gehabt beim Anbremsen auf die Kurven. Insbesondere auf den langen Geraden. Oben auf Turn 1 oder dann eben auch auf Turn 11 am Ende der langen Geraden. Und Aka setzt sich hier innen durch gegen Sindbad. Drückt Sindbad da ein bisschen raus. Sindbad geht da weit. Sindbad bleibt aber innen. Wunderbare Kamera. Und jetzt zieht Acker vorbei. Da hat Sindbad, glaube ich, zurückgesteckt. Auf seinen alten Hartreifen macht es auch nicht wirklich Sinn. Ja, also ich fahre 35-35 Flügel. 40-36 kann ich einfach nicht fahren. Aber das musst du für dich rausfinden. Ich glaube, du fährst auch Montag mit, oder? In der 50C, kann das sein? 50A fährt ja Montag in Mexiko. 50C. Morgen haben wir die Sonntagsserie. Da fahre ich, wie gesagt, mit. Da freue ich mich schon drauf. Volles Qualifying. Auch ab 19 Uhr einschalten. Hier auf diesem schönen Sender. Saki Sakowski, 3 Sekunden Zeitstrafe. Und Acker hat tatsächlich wieder verloren durch diese Zweikämpfe. Und da scheint es wieder eine Berührung gegeben zu haben. Da muss wieder irgendwas gewesen sein. Der war auf 28 Sekunden Abstand, ist jetzt wieder bei knapp 36, 35,7. Ja, mach mal. Nee, also musst du für dich ausprobieren. Also ich fand beides ganz okay, aber wie gesagt, 40, 36 mit 35. Und Tim ist raus. Florian, Durchfahrtsstrafe, Kollision, da scheint er mit Tim kollidiert zu sein. Wo steht Tim? Tim muss da
irgendwo links sein. Ach, Mist, zeigt mir das doch mal. Ja, der steht da in den S's und da scheint es die Kollision zu geben haben. Immer noch gelb. Jetzt kommt Extra Prinz dahin an die Stelle. Wird das Auto weggeghostet oder kommt doch ein Safety Car raus? Ich sehe ihn nicht. Der muss da links steht da. Ja, Auto weggeghostet. Gelb ist wieder aufgehoben. Also kein Safety Car. Das hätte natürlich noch mal vieles ändern können. Safety Car hätte Turtle noch einen Free Pit Stop bekommen. Also. Und Aka wäre wahrscheinlich draußen geblieben. Hätte aber auch nicht die Führung übernommen. Wäre wahrscheinlich maximal auf P3, P4 vorgekommen. Da du eben unter einem Pitstop maximal 11 bis 13 Sekunden verlierst. Wenn er vernünftig funktioniert. Ja, Tim raus, Altair raus, 14 Fahrer noch dabei. Überrundung gab es schon. Oder das spinnt einfach. Sektor 3 jetzt. Ah, das war wohl eine Überrundung. Ja. Das ist Extra Prinz gewesen. Und Turtle in der Box. Runde 23. Und JMK auch in der Box. Jetzt wird spannend. Auf welche Reifen wechselt Turtle? Und Turtle geht auf die Einstoppstrategie. Wechselt auf die Hards. Was macht JMK? Wechselt auch auf die Hards. Okay, also Medium Hard. Keiner traut sich Medium mit dem Soft zu fahren. JMK, hab Skill, du net. Bleibt draußen. Ist jetzt neuer Führender. Turtle gegen KZ-Racing. KZ-Racing zwar 23 Runden alte harte Reifen, aber er kommt vorbei an Turtle. Und das kann Turtle nicht schmecken. Da muss er jetzt schnellstmöglich vorbeigehen. Gelb in Sektor 2. Das ist wieder Extra Prinz gewesen. Das war vielleicht nicht so eingeplant. Okay, immer noch 14 Sekunden Vorsprung auf Acker. Das heißt, da fehlen schon wieder nur noch knapp 10 Sekunden. Dann hätte er ja schon wieder einen Boxenstopp, falls er einen zusätzlichen einlegen müsste. Aber wie gesagt, er kann mit den Hards 33 Runden durchfahren. Das ist gar kein Problem. Aber was macht Acker? Acker muss eigentlich auf ein Safety Car hoffen. Ilkay muss auf ein Safety Car hoffen. Ansonsten sage ich, ist die WM hier heute entschieden. Es sei denn, Turtle dreht sich nicht, geht nicht DNF oder ähnliches. Immer vorausgesetzt. Aber bei normalem Rennverlauf ist die WM entschieden. So. Und ich denke auch, dass Turtle hier ganz klarer Favorit auf den Rennsieg momentan ist. Ist halt die Frage, JMK, der Einzige, der hinter ihm ist, hat aber eben auch schon 2,5 Sekunden Rückstand. Da gibt es wieder Gelb in Sektor 3. Das war wieder Extra Prinz. Extra Prinz neben der Strecke. Ich dachte, der wird nur überrundet. Hat sich hier weg. Dreht sich nochmal. Pass auf, wenn du jetzt auf die Strecke zurückfährst, Junge. Fährt hier neben der Strecke. Ich bleibe jetzt mal auf Extra Prinz drauf, weil solche Situationen führen manchmal zu sehr üblen Sachen. Hat jetzt natürlich extrem heiße Reifen wieder. Hinten kommt jetzt der Ferrari gleich von Habskildun. Nee, Sindbad müsste das sein. Ja. Sindbad. Weiß. Ja. Ja, das müsste Sindbad sein. So. Ah, schlenkert hier immer noch ein bisschen hin und her. So. Wie lang bleibt Habskildunet noch draußen? 24 Runden. Das war gestern bei mir der Zeitpunkt, wo die Reifen komplett abgebaut haben. So. Gelb in Sektor 2. Das ist wieder Extra Prinz, aber der lässt Autos vorbei. Sehr schön.
Gehen wir zurück auf den Führenden, auf Upskill du nicht. Wann kommt der in die Box? Also viel länger darf er jetzt eigentlich nicht mehr draußen bleiben. Die Reifen bauen jetzt massiv ab, müssten jetzt auch schon an die 60% haben. Bleibt noch eine Runde draußen. Ja, und wir sehen es auch, er fährt hier über 1,43 von den Zeiten her. Das ist noch ganz okay. Die vorn fahren 1,38er Zeiten. 1,40 fährt Saki Sarkowski, aber der ist auch auf alten Mediums. Interessant ist natürlich, Saki Sarkowski 17 Sekunden vor Acker, naja 16 Sekunden, wird 5 bis 6 Sekunden hinter Acker rauskommen. Kann natürlich sein, dass man Saki Sarkowski jetzt fürs Team sagt, okay. Nicht 16, 6 Sekunden. Bleib du so lang wie möglich draußen, um dann den Acker aufzuhalten vielleicht. Möglich ist es. So, JMK hinter Casey Zedrason. Das dürfte ein leichtes Überholmanöver sein. Setzt sich hier schon lange vor der Bremszone daneben. Leichtes Überholmanöver. Kein Wunder mit 2 gegen 25 Runden alte Harz. Aber weiterhin die Frage, wann geht Hubskill Dunet, der Ferrari-Pilot, in die Box? Extra Prinz in der Box. Auf Softs gewechselt. Ja, aber du warst ja zwischendurch auf Hard. Wenn du Soft, 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 Hard fahren willst, hättest du anders fahren müssen. Naja, egal. So, Hubskill Dunet. Geht er diesmal in die Box? Bleibt immer noch draußen. Ab in Runde 26. Casey Zedrason bleibt draußen. Saki Sarkowski Turtle mit einer 1,37,957 mit der schnellsten Runde. Saki Sarkowski bleibt auch draußen. Acker unter 5 Sekunden hinter Saki Sarkowski, der zusätzlich noch eine Strafe hat. Spielt also hier um Rennsieg normalerweise auch keine Rolle mehr. Muss ja auch noch in die Box. So, und gleich haben wir die Hälfte des Rennens geschafft. Und dann schauen wir mal. Turtle jetzt im DRS von Hubskill Dunet. Da wird es demnächst dann zum Überholmanöver kommen. Ist jetzt schon auf eine halbe Sekunde ran. 4 Zehntel jetzt noch. Ja, und da wird es auch... Der Angriff kommt jetzt schon. Deutlich bessere Traktion, deutlich bessere Beschleunigung. Da wird es auch kein großes Wehren geben. Hubskill Dunet ist auf 26 Runden alten Mediums. Wird jetzt, denke ich, demnächst in die Box reinkommen. Also im Spiel werden zum Beispiel auch angezeigt, dass du die Mediums halt 28 Runden fahren kannst und dann oder 27 Runden fahren kannst und 29 Runden auf Hards. Finde ich persönlich, ehrlich gesagt, viel zu lang. Aber zwei Piloten auf Mediums gibt es hier noch. Und wenn ich mir die zeitlichen Abstände so anschaue, er kommt dann vor Ilka wieder raus. Casey Zedrason muss noch rein. Saki Sarkowski muss noch rein. Ja, dann wird er so P5 sein. Nee, Sindbad muss ja auch noch rein. P5. So. Turtle mit der nächsten schnellsten Runde. 1,37,752. Ja, der macht jetzt richtig Druck. Und Acker verzweifelt da hinten wahrscheinlich. Lief heute nicht für ihn einfach. Und jetzt haben wir die Hälfte des Rennens rum. Wann bist du denn schon wieder DNF gegangen? Mensch, warum kriegen wir kein Safety Car deswegen? Boxengasse verfehlt. Moment, du bist dagegen gefahren oder wie? Extra Prinz. Ach Mensch. Ja, das ist was, wo du auf jeden Fall beim nächsten Spiel dran arbeiten musst. Ein bisschen mehr an der Konstanz. Nicht so oft DNF gehen. Ist ja schon besser geworden, wenn ich mich am Anfang... Ja, dann war der Reifen weg. Ja, schade. Aber es gibt ja für dich wie immer nächstes Rennen. Ich vermute mal, Montag ist dein nächstes Rennen an gleicher Stelle. Vielleicht wird es dann besser. Ist ja bloß die halbe Distanz. Wenn es die halbe Distanz gewesen wäre, hättest du es ja sogar fast geschafft. Muss man ja auch sagen. Ja, einfach ein bisschen versuchen, konstanter zu fahren. Vielleicht nicht so hektisch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, du fährst mit Controller, oder? Du fährst nicht mit Lenkrad.
Ja, mit dem Lenkrad hat man schon eine bessere Kontrolle, muss ich sagen, als wie gegenüber dem Controller. Genau. Dann auf jeden Fall viel Glück für dein nächstes Rennen. Du fährst mit TK aus. Wie groß ist denn dein zeitlicher Unterschied, wenn du mit TK fährst und ohne TK? Also, ich meine, ohne TK fahren ist auf dem Lenkrad schon extrem schwer. Und auf dem Controller stelle ich es mir noch viel, viel schwerer vor. Also, ich kenne zwar ein paar Leute, die auch mit Controller ohne TK fahren, aber das ist extrem schwer. Aber hey, Precision Drive bei F1 nur 0,3 Sekunden. Okay. Das überrascht mich jetzt. Da hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht, du bist eine Sekunde schneller. Na gut. Sei es wie es sei. Konzentrieren wir uns zurück aufs Rennen, auch wenn da gerade nicht viel passiert. Turtle vor IMK, knappe 6,5 Sekunden. KCZ Racing, der auf alten Harz draußen ist, der wird demnächst dann auch an die Box kommen. Hab Skill, du nett, ist auf Softs gewechselt. Und Saki Sarkowski auch, die fahren Medium, Soft, Medium. Die legen jetzt einen Zwischensprint hin. Und was macht Acker? Er ist. Ja gut, er ist wegen dem Flügelschaden ist er gewechselt, sonst wäre er nicht reingegangen. Ja, Ungarn-Niederlande wird die Saison nicht mehr gefahren. Abu Dhabi wird noch gefahren im Juni, Juli. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie es mit dem neuen Spiel wird. Ja, und im Rennen passiert jetzt tatsächlich gar nicht viel. Deswegen lasse ich euch mal den lieben Acker eingeblendet, weil ich, wie gesagt, gespannt bin, was der macht. Und ich mache jetzt mal ein kleines Break von ein paar Minuten. Bis gleich dann.
So, da bin ich wieder. Auch wenn ich kurz weg war, habe ich natürlich das Renngeschehen hier über den Stream weiterverfolgt und habe natürlich gesehen, dass Türte sich eine 3 Sekunden Zeitstrafe geholt hat. Acker jetzt deswegen auf P3 vor. Die Hardfahrer sind jetzt auch gewechselt auf frische Mediums. Fahren dann also auch durch. Spannend ist halt, was Acker macht. Fährt der hier wirklich 40 Runden auf Mediums? Versucht er das durchzuziehen? Wenn nichts Ungewöhnliches passiert, wie ein Safety Car oder sowas, dann, wie gesagt, bekommen wir heute einen neuen Weltmeister. Ja, das hat doch auch was auf dem Samstagabend. Also auf jeden Fall dranbleiben noch für die Interviews im Anschluss. Die gibt es auf jeden Fall. Ich bin da ja nicht so. Ich finde, Interviews gehören einfach dazu. Egal wie lang das Rennen dauert, egal wie spät es ist. Macht auch den Reiz aus, einfach mal die Emotionen der Fahrer dann mitzubekommen, wie sie sich so fühlen. Und wie gesagt, heute können wir für die Saison auch in der ersten Serie den Weltmeister küren. Spannend. Aktuell, für alle, die es nicht wissen, Punktestand: Türtel 495 Punkte, Ilkay 348 Punkte und Acker 344 Punkte. Ah, Extra Prinz, siehste. Erstes Ziel ist erstmal durchkommen. Wenn du das geschafft hast, dann versuchen, sukzessive besser zu werden. Und ich würde es einfach nicht so verbissen sehen. Also ist letztendlich, klar geht es hier um Wettbewerb und Erfolg. Aber hier geht es auch um den Spaß, um das Zusammensein und so weiter und so fort. Ja, wenn ihr jetzt hier gerade einen Live-Blick in mein Wohnzimmer hättet, seht ihr hier eine Frau, die humpelt. Die liegt da oben. Danke. Weil die ja heute im Stadion war und sich komplett verausgabt hat. Naja, das gehört dazu. So, aber zurück zum Rennen. Also, genau, wo war ich? Ja, WM-Stand 495. 348 und 344 Punkte nach dem Sprintrennen. Es werden jetzt im Hauptrennen der Sieger bekommt 35 Punkte, Zweitplatzierte bekommt 28, Drittplatzierte bekommt 22 Punkte, plus 2 Punkte nochmal für die schnellste Runde. Also 49 Punkte, die man über beide Rennen holen kann. 12 Punkte im ersten, 37 Punkte im zweiten Rennen. Ja, und Acker pusht jetzt hier auch. 0% ERS. Sieht man bei ihm auch sehr selten. Das sah mir fast wie ein Cut aus. Aber bei AK-Cuts sind sehr, sehr selten. Und da geht Casey Z-Racing an Saki Sarkowski vorbei. Auf 2 Runden alten Mediums. Die Softs haben jetzt auch schon wieder 5 Runden weg. Wie gesagt, die Softs halten hier echt nicht lang. Da gibt es Strecken, da halten die bedeutend besser. Österreich zum Beispiel, da kannst du teilweise 18 Runden damit fahren. Abskill-Dunet hat sich wieder ins DRS reingekämpft von Acker. Hat aber, glaube ich, auch schon 6 Sekunden Zeitstrafe. Acker, der, wie wir wissen, kein ERS hat. Abskill-Dunet hat zumindest 24, 25%. Und Saki Sarkowski holt sich die nächste Zeitstrafe. Ja, und ansonsten passiert nicht viel auf der Strecke. Saki Sarkowski hält sich hinter Casey Z-Racing, beide mit Strafen. K1, 5 Sekunden Zeitstrafe, Rasen in der Box. Schauen wir mal, auf was für Reifen der wechselt. Oh, der geht nach 4 Runden schon wieder an die Box. 4 Runden auf den Softs. Wechselt jetzt auf die Mediums, wird damit dann auch durchfahren. Und vorn haben wir den führenden Turtle 9 Sekunden. Ilkay 3 Sekunden Zeitstrafe. Die WM-Chancen werden immer geringer.
Ilkay ist sowieso im Prinzip schon fast raus. Acker jetzt auch virtuell in der WM gerade an ihm vorbei. Schauen wir mal, wer die schnellste Runde hat. Ach, ich bin immer auf dem Falschen. Da oben ist es. Schnellste Runde hat derzeit Hubskill Dunet, das heißt, fällt weg. Turtle würde beim jetzigen Stand 35 Punkte bekommen, geht damit auf 530 Punkte hoch. Ilkay ist auf P7, das sind 28, 22, 18, 15, ich glaube 10 oder 11 Punkte. Also um die 355. Und Acker derzeit auf P3 liegend, würde 22 Punkte bekommen. Muss aber wahrscheinlich nochmal in die Box. Weiß ich nicht. Das heißt, der würde auf 362 Punkte hochgehen. Ja, und damit wäre die WM entschieden. So, 20 Runden noch zu gehen. Jetzt darf Turtle bloß keinen Fehler machen. Kein Dreher, sicher und souverän das Rennen nach Hause fahren. In die Box muss er nicht mehr. Safety Car hoffen wir nicht mehr. Wollen ja nicht, dass durch sowas das Rennen nochmal künstlich spannend wird, auch wenn ich es immer wieder höre im Stream. Safety Car würde gut tun, aber ich weiß selbst, wie es ist, wenn du vorn bist und es kommt ein Safety Car irgendwie 15 Runden vor Schluss. Schießt sofort das Adrenalin wieder hoch, du bist aus deinem Rhythmus raus und, und. Und dann kann halt bei einem Safety Car Restart einfach so viel passieren. So, hab Skill Do Net jetzt hier an Acker dran. Hab Skill Do Net hat auch deutlich den ERS-Vorteil gegenüber Acker. 7 Runden Softs gegen 20 Runden Mediums. Auch die Mediums wollen jetzt natürlich ab. Die Softs dürften hier im Vorteil noch sein. Bleibt hier sehr nah dran. Kommt es hier zum Angriff gleich auf Start und Ziel? Hier glaube ich noch nicht im dritten Sektor, aber auf Start und Ziel könnte es durchaus zum Angriff kommen. 2 bis 3 Zehntel Rückstand, bleibt hier gut dran, verliert hier im Prinzip fast gar nichts. Acker natürlich ohne Strafe, Hubskill Do Net hat eine Strafe. Der S-Flügel geht auf, aber Acker hat eine gute Topspeed, setzt sich hier jetzt vor die erste Kurve innen daneben, zieht rein, souverän, geht hier ein bisschen weit, Acker kann kontern, aber jetzt dürfte Hubskill Do Net vorbei sein und so ist es auch. Vor den S's bleibt Hubskill Do Net vorn. Acker bleibt gut dran. Wie gesagt, 8 Runden alte Softs, die bauen jetzt auch immer mehr ab. Ja. Und damit vorbei auf P3. Schauen wir mal kurz auf die Strafen. Ja, Hubskill Do Net 6 Sekunden, Casey Z-Ray sind 6 Sekunden. 9 Sekunden hat Saki, 12 Sekunden hat Ilkay, der ist derzeit Spitzenreiter. Sindbad 3, Stingray 3, K1 hat 5 Sekunden wegen Rasen in der Boxengasse. Und Turtle, der Spitzenreiter, hat 3 Sekunden, macht aber gar nichts, hat ein komfortables Polster von 10,6 Sekunden auf JMK, der auf P2 ist momentan. Gelb in Sektor 2, das müsste Bakura gewesen sein. Ja. Gelb in Sektor 1 und 2. Wer steht da? Sektor 2 jetzt gelb, das ist K1. Der scheint sich dann doch gedreht zu haben. Dreht sich nochmal. Steht hier sehr, sehr ungünstig. Da kommt der Mercedes von Florian XD. Dreht sich jetzt zurück. Links neben der Strecke kommt zurück. Fährt rechts weit raus. Passt jetzt hoffentlich auf, weil jetzt kommt gleich der Mercedes. Scheint sich jetzt wieder gefangen zu haben. Und Acker hält sich weiterhin im DRS-Fenster von Hubskill Do Net, bleibt hier gut dran. Hat jetzt auch wieder ein bisschen ERS aufbauen können. Aber Hubskill Do Net hat immer noch den ERS-Vorteil. Den Reifenvorteil hat er jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Bakura mit der nächsten Zeitstrafe. Denke auch, dass Upskill Do Net demnächst dann
an die Box wechselt. Es sei denn, er fährt soft, soft, hart, soft, soft. Dann müsste er ungefähr noch 5, 6 Runden fahren. Bis Runde 43, 42 vielleicht. Kann sich hier, wie gesagt, auch nicht absetzen, nachdem er an Acker vorbeigegangen ist. Ja, und ansonsten sind die Abstände halt sehr gewaltig auf der Strecke. Das ist das einzige Duell, was wir annäherndes Duell. Ist aber im Prinzip so nicht, weil Acker könnte, wie gesagt, durchfahren, auch wenn 40 Runden auf Mediums halt absoluter Wahnsinn sind. Und hab Skill Do Net hat A, 6 Sekunden Zeitstrafe, B, muss auf jeden Fall nochmal in die Box. Also müsste 25 Sekunden rausfahren ungefähr. Also stelle ich mir schwerlich vor. Und damit, wenn Hubskill du nicht in die Box geht, kann natürlich auch Acker nochmal in die Box gehen. Dann vielleicht auf die Softs wechseln. Das sollte möglich sein. Da müsste er die Mediums, ja, ich schätze, um sicher zu sein, noch 6 Runden ziehen. Bis Runde, also 29 Runden auf die Mediums. Wie wir gesehen haben, das ist durchaus möglich. Oh, bleibt hier weiterhin sehr nah dran. Sieht aber auch, hat aber auch wirklich nicht viel ERS zur Verfügung. Deswegen wird es wahrscheinlich wieder nicht reichen. Drückt jetzt hier auch wieder 2%, 1%, gleich ist er leer. Probiert es jetzt hier doch aus vor der Spitzkehre und geht vorbei. Super Manöver. Das sah es erst so aus, als ob er nicht überholen würde. Dann hat er kurz links angetäuscht, dann rechts außen vorbei, hat den Überschuss und ist wieder vorbei auf P3. Hubskill Do Net bleibt jetzt allerdings auch dran. Und wenn wir eben mal auf den Saisonverlauf auch schauen, dann hat Turtle im Prinzip, ja, hat einen starken Saisonstart gehabt. Acker ist ja erst später dazu gekommen, der ist ja erst ab Monaco in die Serie mit eingestiegen. Nee, stimmt gar nicht. In Baku ist er erst eingestiegen. Turtle hatte einen ganz guten Saisonstart und dann, wie gesagt, ab Silverstone konstant hochgepunktet. Hat einmal die Maximalpunktzahl in Belgien geholt mit 49. Hat in der Saison die zweitbestmögliche Punktzahl von 47 in Singapur und in Silverstone geholt. In Japan 34, in Zandvoort 44 Punkte. In Bahrain 36 Punkte. Ja. Und so kann man am Ende der Saison dann eben auch Weltmeister sein. Wenn die Konstellation so bleibt, dann wird JMK sich auch näher an Acker ranschieben. Da sind es 35 Punkte Rückstand. Also P3 kann durchaus noch ein Ziel sein, dann auch für JMK. Dahinter Casey Teller mit 43 Punkten Rückstand, das wird dann schon eher weniger wert werden. Außer man kann vielleicht mal an einem Rennen nicht teilnehmen. Dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Ja, und so haben wir jetzt noch 15 Runden. So,
Jetzt waren wir lang genug auf Acker und hab Skill du nicht drauf. Gehen wir doch mal. Was macht Saki Sakowski? Der fährt auch schon 12 Runden auf den Softs. Zeiten dürften auch nicht mehr so gut sein. Also gegen Casey Zdrazin ist er klar im Nachteil von den Rundenzeiten her. Sieht man auch, wie das Delta ansteigt im Vergleich zu Casey Zdrazin. Gelb in Sektor 3. Das ist wieder K1. Der hat sich hier gedreht. Bakura bekommt eine 3 Sekunden Zeitstrafe. So, was macht der liebe Florian? 29 Runden auf den Harz. Da wird es am Ende auch sehr ekelhaft werden, wenn er jetzt noch 14 Runden auf diesen Harz fahren muss. Vielleicht wechselt er nochmal auf die Softs, um die schnellste Runde zu fahren. Die liegt derzeit bei einer knappen 1,35, glaube ich. Schauen wir da gleich mal nach. Nein, 1,36,6. Das kann durchaus noch funktionieren, wenn man zum Schluss auf die Softs wechselt. Sollte eine 1,36 tief oder drunter drin sein. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das Feld ist sehr langgezogen. Spannung gab es definitiv am Anfang. Dann auch nochmal durch den Dreher von Turtle. Und ansonsten, Turtle baut seinen Vorsprung weiter vorne aus. Hat jetzt schon fast 15 Sekunden. Gut, da wäre nochmal 3 Sekunden abgezogen. Frage, geht er hier noch auf die schnellste Runde? Riskiert das? Riskiert das nicht? Weiß er, dass er im Prinzip nur vor Acker bleiben muss? Das hätte er jetzt. Und ist die Frage, wann brechen die Reifen von Acker ein? Eben auch jetzt 26 Runden schon auf Mediums. Oh, gut auf Florian draufgeblieben. Gerade habe ich es noch gesagt. Der wird jetzt auf die Softs. Nein, der wechselt auf die Mediums. Okay. Dachte, der geht auf die Softs. Keiner traut sich auf die Softs anscheinend hier. So, hab Skill du nicht nach 13 Runden. Auch in der Box. Schauen wir, auf welche Reifen der wechseln wird. Der müsste auf Softs wechseln. Aber ich habe mich ja gerade schon mal vertan. Der geht auf die Softs. Der wird auf die schnellste Runde gehen, die er jetzt momentan auch schon inne hat. Saki Sakowski in der Box. Sollte auch auf Softs wechseln. Wechselt er auch. Ja. Casey Zdrazin holt sich 3 Sekunden. Ilkay geht dadurch wieder vorbei an Saki Sakowski. 25 Runden alte Harz. Könnte auch ein Kandidat sein, der nochmal in die Box geht. Obwohl, schauen wir nochmal bei den Strafen nach. Ja, verliert die Position wahrscheinlich sowieso an Saki Sakowski, weil der jetzt auf den frischeren Reifen ist. Und auf den deutlich besseren Reifen vor allen Dingen. Ja, und ich bin noch mal ein paar Minuten weg. Und dann geht's hier an den Endspurt beim Hauptrennen der Samstagsserie der EHL in Cota in Austin, Texas. Bis gleich.
So, dann sind wir also in den letzten 10 Runden des Rennens angelangt. Acker ist tatsächlich dann nochmal in die Box, hat jetzt auf Soft, wird wahrscheinlich auf die schnellste Runde gehen, um vielleicht irgendwie nochmal was möglich zu machen. Da ist Gelb und Stingray ist raus und bekommen wir jetzt die Dramatik. Wir bekommen sie. Das Safety Car fährt raus. Und das kann jetzt nochmal alles verändern, insbesondere für Acker. Der ist gerade auf frische Softs gewechselt. Der Abstand natürlich zu groß. Turtle wird in die Box gehen und wechseln. Der kann nicht auf 22 Runden alten Harz bleiben. Hier MK wird wechseln. So, Abstand, führender. Ja, also Acker 45 Sekunden. Turtle wird in die Box gehen. Wie viel Zeit verliert er jetzt unter Safety Car? Man muss natürlich das Delta einhalten. Ungefähr 40% weniger, als was man sonst normal fährt. Wie unter WSC. Und Stingray leider raus. Ja, Stingray, falls du uns hörst, was ist denn da passiert? Ich war gerade leider nicht dabei. Hab Skill, du net, musste wieder an Saki Sarkowski vorbei. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall werden sie jetzt alle auf Softs wechseln. Sindbad auf Softs gewechselt, Casey Teller auf Softs gewechselt. Blenden wir nochmal die Strafen ein. Ja, 3 Sekunden Turtle. JMK. Und das spielt Acker absolut in die Karten, weil der hatte seinen Boxenstopp gerade eine Runde vor dem Safety Car. Jetzt ist der Führende in der Box drin. JMK wird auch in die Box gehen. Also da wird sich nichts ändern. Turtle wird vorn bleiben, hat aber die 3 Sekunden. Auch JMK wird die Position halten. Was macht Casey Z-Racing? Das ist aber ein langer Stopp. Oder es ist einfach nur schlecht von der Kamera wieder. JMK bleibt draußen. Da muss Acker natürlich sehr, sehr schnell am Restart an beiden vorbei. Casey Z-Racing in der Box. Der wird aber auch vor Acker bleiben. Acker ist jetzt gerade mal hier. Ja, was mit Stingray passiert ist, keine Ahnung. Wenn Stingray mich hört, vielleicht kann er ja mal kurz im Chat sagen, was passiert ist. Ich war, wie gesagt, auch gerade kurz weg. Ich habe es nur gesehen, dass der DNF gegangen ist. Also ich war schon wieder da und dann gab es Gelb und dann war Stingray weg. Ilkay, 3 Sekunden Zeitstrafe. Acker, genau das eingetreten. Auf P3 vor. Dachte, der bleibt vor Casey. Hat er nicht mehr ganz geschafft. Ja, und jetzt wird das ganze Feld zusammengeführt. Ja, um Runde 2 geht es ja jetzt gar nicht. Da sind sie kollidiert. Das habe ich gesehen. Aber es geht jetzt darum, warum ist Dingway DNF gegangen? Ich glaube, das Safety Car wird hier nicht auf alle Fahrer warten, sondern mal schauen, eventuell Runde 49, 50. Und dann bekommen wir hier. Oh, das ist bitter. Das Lenkrad ist einfach ausgegangen. Das tut mir leid für dich, Stinger. Schade. Sollte wahrscheinlich wieder Frust saufen. In der Box von Alpine angesagt. Es sind auch nur noch 9 Fahrer in einer Runde. Es sei denn, das Delta spinnt hier. Aber ich glaube, das passt. Oh, die ersten 7 Fahrer bis. Ah, da sind Überrundete dabei. Ilkay schließt, hängt jetzt noch 2 bis 3 Kurven hinterher. Sindbad kurz dahinter. Ah, keine Bremse, kein Lenkrad. Oh, das ist bitter. Technische Probleme bei Alpine. Rabenschwarzer Abend für Alpine. Beide Fahrer DNF gegangen. Ja. Gibt aber auch für Stinger wie immer ein nächstes Rennen. Und wie lang bleibt jetzt das Safety Car? Was meinst du, das war das letzte heute? Meinst du vom Umgang auf der Strecke oder meinst du einfach vom Pech her oder wie meinst du das? Das kann man ja verschieden interpretieren. Ah, Safety Car wartet doch noch auf Teller. Dann sind alle drin. Gibt aber jede Menge Überrundete jetzt dazwischen. So, gehen wir mal von vorn durch. Turtle
JMK-Innenreihe, Acker-Innenreihe. Nein, Acker nicht in Reihe, da ist der Mercedes. Oh, nicht gut für Acker. Da ist der Mercedes dazwischen. Da ist der Alfa Romeo dazwischen von K1. Er hat zwei Überrundete vor sich. Das ist natürlich gar nicht gut. Bei JMK hat technische Probleme. Leute, was macht ihr jetzt hier? Controller verbindet sich nicht mehr mit der PlayStation. Kannst du ihn kurz irgendwie abstecken, neu stecken? Jetzt gibt's hier richtiges Drama. Turtle auf 1 wird das alles nicht tangieren. JMK mit technischen Problemen auf der 2. Dahinter dann der Mercedes und der Alfa Romeo, der überrundet ist. Acker. Das Problem bei der Geschichte ist jetzt einfach, wenn JMK jetzt auch technische Probleme hat, dann muss Acker an drei Fahrzeugen vorbei, plus die 3 Sekunden. Und das Safety Car kommt diese Runde rein. Nimmt Acker die letzte Chance wahr? Kann er sie wahrnehmen? JMK kann nichts mehr machen. Oh, ist das bitter. Das wird natürlich gleich ganz bitter beim Restart werden. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell dann die KI fährt. Bleiben wir mal auf JMK drauf. Oh, ist das bitter. Jetzt hoffen wir natürlich nicht, dass noch irgendwas mit der Lobby passiert. Das wäre ja der absolute Super-GAU. Aber wir haben über 75% Renndistanz, also das Rennen sollte trotzdem voll gewertet werden. Turtle gibt jetzt Gas. Ich bleib mal auf JMK und auf den zwei Überrundeten drauf. Beziehungsweise auf. Ja, da sieht man es schon. Ja, JMK wird jetzt. Da wird zurückgerundet. Da gibt es aber dann wahrscheinlich gleich die blauen Flaggen. Acker relativ schnell vorbeigekommen am Red Bull. Hat ihn. Hat Casey. Ah, stimmt. Casey Z Racing ist ja draußen geblieben. Reifen. Nee, ist nicht draußen geblieben. Hat auch gewechselt. Er hat ihn sehr leicht vorbeigelassen, muss ich sagen. Ja, und die AMK 2,5 Sekunden Rückstand. Und der Mercedes ist auch noch davor. Und JMK 3 Sekunden Zeitstrafen. Oh, ist das bitter, Max. Ist das bitter. Aber das Eröffnen und Florian XD, blaue Flagge ignoriert. Das habe ich mir fast gedacht. Die muss er jetzt alle vorbeilassen. Sonst kassiert er ganz schnell die nächste Zeitstrafe. Macht er jetzt auch. Geht nach links. Die MK hat die Position gegen Acker. Und Acker ist jetzt 3,3 Sekunden hinter Turtle. Acker ohne Zeitstrafe. Turtle mit 3 Sekunden Zeitstrafe. Ich kann jetzt leider nicht in die Rennleitung schauen. Es sind noch 7 Runden. Saki Sakowski geht hinten an Ilkay vorbei. Hab Skill-Duett auf P5. Saki Sakowski und Ilkay, da gehen wir kurz drauf. Side by side hier. In die Spitzkehre rein. Rein in die Doppel rechts. Ilkay vorn vor Saki Sakowski, der bleibt dran. Ilkay aktuell schon durch Strafen und ähnliches natürlich raus aus dem WM-Rennen. Es geht hier momentan nur um Acker und Turtle. Aktueller Abstand 0,6 Sekunden. Strafe rausgerechnet. Saki Sakowski, nächste 3 Sekunden Zeitstrafe. Wir bekommen hier tatsächlich ein Finale Furioso zum Schluss. Und Yuto Naoto is back. Yeah, you see the action. Turtle has a 3-second penalty. We had a safety car a few laps ago. We had some guys that had some technical problems with the controller. And yeah, and we have two overlapped cars. And Acker is now behind, and he has 1 second to go to get inside the 3 second gap. Because normally Acker don't make cuts. So, das war für unseren Freund, der Deutsch nicht so gut kann. Jetzt wieder zurück zum deutschen Kommentar. 1,2 Sekunden. Turtle pusht jetzt hier auch ganz schön gewaltig ERS. Was ist da vorne passiert? Hab Skill du nicht auf P4? JMK stimmt, der kann ja nichts machen und der arme Kerl fällt immer weiter zurück. Ich befürchte, dass er auch deswegen nicht in die Box gegangen ist. Was macht Acker vorn? Tut mir leid, wenn ich die anderen Fahrer jetzt ein bisschen vernachlässige, aber hier geht's erstens. He cut it 3 times over the track limits. And then you get from the game a penalty of 3 seconds.
Not 5 seconds in the real F1. But in a game it's always 3 seconds. Ah, you see, you understand. Okay, so. Turtle mit der schnellsten Runde 1, 34, 8, 7, 8. Das ist eine super starke Runde. Das waren manche im Qualifying nicht. DAS aktiviert, 5 Runden noch, 1,3 Sekunden Rückstand. Schafft Acker es in das DAS-Fenster von Turtle rein? Kann er unter 3 Sekunden fahren? Turtle gibt hier alles, Acker gibt alles, aber Turtle hat den DAS-Vorteil. Turtle auf dem Weg zum Sieg und zur Weltmeisterschaft. Die Konstellation, wie sie jetzt ist, reicht, um den WM-Titel einzufahren. Nochmal zur Information auf Ilkay, der auf P5 und auch mehr Strafen hat. Der hat 147 Punkte Rückstand. 144 Punkte hat Acker. 147 Punkte sind nur noch in den letzten drei Rennen zu vergeben. Und nach der jetzigen Konstellation würde Turtle 37 Punkte machen und Acker 28, 9 Punkte draufgerechnet. Damit wären es 153 Punkte Vorsprung. Und damit wäre Turtle neuer Weltmeister. 5 Runden noch. Ilkay kämpft hier gegen Hubskill-Dunetz. Setzt sich hier vor der Spitzkehre durch. Ende der zweiten Geraden. Geht jetzt hier vorbei. Gehen wir aufs Intervall zurück. Vom Führenden weg. Acker jetzt schon 2 Sekunden rausgefahren, 1,9. Acker auch kein ERS. Turtle 40%, der spart ERS. Kann er auch. 1,9 Sekunden fehlen Acker, um die WM-Entscheidung zu vertagen. Muss jetzt nochmal hochrechnen. Ja, wenn er 35 Punkte bekommt. Nein, das reicht auch. Dann würde er, nein, das reicht nicht. Er würde ja, richtig, 5 Punkte verlieren. Dann würde die WM vertagt werden. Jetzt 1,8 Sekunden noch Rückstand. Jetzt wieder 2 Sekunden Rückstand. Ich rechne die Strafe jetzt mit ein. Jetzt darf Turtle sich bloß keine Strafen mehr leisten. Gehen wir doch mal auf die Strafen. 3 Sekunden. KCZ Racer entstand jetzt. Würde vom Podium fallen. JMK, 3 Sekunden Zeitstrafe. Aber da wissen wir, er fährt nicht selbst technische Probleme. Und wir gehen jetzt wirklich ins Finale rein. Die letzten 5 Runden laufen. Acker wieder 13. im ersten Sektor verloren. Da gibt's Gelb. Ja, Steely's Mom, so schade, du sagst es. Ich kann jetzt aber auf die Gelbphase nicht gehen. Sindbad, was ist mit Acker passiert? Acker fällt zurück. Acker auf P9 und wenn Turtle jetzt durchfährt, ist das die WM-Entscheidung. Dann ist es hier nur noch spannend, wer fährt aufs Podium. Acker weg, Acker disconnect. Imperio. Was für ein Drama hier in den Schlussrennen. Des Hauptrennens der Samstagsserie in Kota in Austin, Texas, im 19. Saisonrennen. Acker zurückgefallen. Nee, weiß nicht warum. Hab aber nicht gesehen, dass er die Session aufgegeben hat oder ähnliches. Hab aber auch keinen Fehler auf der Strecke gesehen, muss ich sagen. Und damit fährt Turtle dem Sieg hier entgegen. Was passiert nach vorn? KCZ Racing hat 9 Sekunden Strafe. Ilkay hat 15 Sekunden. Hubskill-Dunet 6. Hubskill-Dunet würde derzeit auf P2 vorfahren. Und P3 würde an KCZ Racing gehen. Auch dahinter Sindbad noch mit einer Chance aufs Podium, wenn er keine Strafen mehr kassiert. Hat auch nur ungefähr 3 Sekunden Rückstand. Gehen wir wieder auf Abstand zum Führenden, da sehen wir das leichter. Und lassen die Strafen eingeblendet. Ganz kurz nochmal schnellste Runde. Ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Die wird sich Turtle holen mit einer 1,34,8,7,8. Nimmt dann hier volle Punktzahl zum zweiten Mal die Saison mit. Wenn jetzt nicht noch was Gravierendes passiert. Und wir befinden uns noch 3 Runden gleich. Ja, Turtle, jetzt keinen Fehler mehr machen. Und der Sieg und die WM ist sicher. Ja, Imperio, das habe ich auch gesehen. Er war auf einmal weg. Also, weiß nicht. Ey, jetzt sagt bitte nicht, dass ihr alle, die mit Controller fahren, jetzt Probleme habt. Das kann ja wohl nie wahr sein. Hat EA sich schon komplett aufs F1-23 fokussiert. Ilkay vorbei an KCZ Racing. Das ändert nichts Großartiges, weil der hat 6 Sekunden mehr Strafen. Und hab Skill-Dunet immer noch auf P2 virtuell aktuell gesehen. Case Ilkay fällt auf jeden Fall weiter zurück. Saki Sarkowski fällt weit zurück. Sindbad kann sein bestes Ergebnis machen. Das wäre ein Wahnsinnsergebnis für den Ferrari-Piloten, wenn er hier auf P4 wahrscheinlich landet.
Ja, der müsste auf P4 landen, aktuell. Das sind 8 Sekunden. Ah, könnte noch P5 werden. Ilkay jetzt aus dem DRS rausgefahren. Bakura holt sich eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Aber gut, der ist auf P11. Das ist nicht so relevant jetzt. Casey Teller könnte auch noch vorkommen. Also hier wird es richtig dramatisch noch um die Platzierung. Aktuell steht nur fest, dass Turtle das Rennen gewinnen wird, wenn er jetzt keinen Fehler mehr macht. Kein Dreher, kein gar nichts mehr. Er sollte jetzt kein Risiko mehr eingehen. Einfach seinen Stiefel runterfahren. Und wir gehen gleich in die Penultimate Lap. Die vorletzte Runde. Und ich bleibe jetzt hier einfach mal drauf. Hinten die Zeitstrafe. Wer sich jetzt hier noch eine Zeitstrafe holt, von P2 bis P6. JMK sieht aus. Ist der wieder zurück im Spiel? Das sieht ganz danach aus. Schreibt auch im Chat nichts mehr. Ich hoffe es für ihn. Wie gesagt, Ausfall von Stingray hat gereicht mit Controller. Was für ein Drama, liebe Zuschauer, heute Abend hier. In den letzten Runden. Warum muss es immer in den letzten Runden Drama gehen? Erst Safety Car. Nein, JMK fährt immer noch nicht. Ja. Oder Lenkrad. Ja, okay, Lenkrad, Controller, whatever. Sorry, Singer. Auf die Feinheit kann ich jetzt gerade nicht eingehen. Weil hier geht es um die WM. Acker jetzt auch an JMK vorbei. Keine Ahnung, aber da wird auch noch gekämpft. Nein, das ist nicht Acker, der da fährt. Niemals. Das ist. Ich kann es aber, wie gesagt, nicht sehen, ob der die Session verlassen hat. Ja, ich mache mein Ding auch. So, jetzt vorletzte Runde. Turtle geht jetzt hier nochmal in die Esses rein. 7,4 Sekunden Vorsprung, 12 Sekunden weniger Zeitstrafen. Alle haben mehr Zeitstrafen dahinter. Casey Teller würde Stand jetzt 6 Sekunden, 15 Sekunden, P5, 6 Sekunden. Wenn er noch 2 Sekunden rausfährt, kann er auf Hubskill-Do-Net auch noch verdrängen. Ja, das Podium steht hier auf keinen Fall bisher fest. Und Sindbad, wie gesagt, das wär für mich der Fahrer des Tages, also mein persönlicher Fahrer des Tages. Wir können ja noch mal kurz reinschauen. Mann, ich bringe das immer durcheinander. Positionsänderung. Ja, 4 Plätze. Ja, Ilkay wäre momentan Fahrer des Tages, aber mein persönlicher Fahrer des Tages wäre ganz klar Sindbad. Super Leistung von ihm, wenn er das halten kann. Klar, ein bisschen Glück mit dem Safety Car. Da gibt's Gelb in Sektor 2. I don't know if there's prize pool. I guess they get some cups or something. And normally it's just for fun. But you see, all the guys take it serious here. But I don't know if there is any prize. I don't know. We have some games on our webpage where you can win some prizes. For example, you have to collect some points that are including steering wheels and tire wear that you can collect on the page. And if you have collect the most till the 14th of May, then you can win an actual version of F1 23. That's a prize that is sponsored by the owner of the league, RLOB22. So, jetzt zurück. Letzte Runde. Turtle, das letzte Mal durch den ersten Sektor durch. Jetzt runter zur langen Geraden. Nochmal über einen Kilometer. Turtle wird, wenn hier kein Fehler mehr passiert, auf jeden Fall dieses Rennen gewinnen. Und wird damit auch die WM gewinnen. Auch wenn Ilkay tatsächlich auf P2 ist. Aber der hat zu viele Strafen und der Abstand ist zu gering zu Casey Z Racing. Casey Z Racing wird P3 behalten und Hubskill-Do-Net wird auf P2 vorspringen. Wahnsinn. Wir bleiben aber beim Führenden drauf, beim noch nicht feststehenden Weltmeister. Hubskill-Do-Net geht nochmal an Casey Z Racing vorbei. Das spielt jetzt aber gerade keine Rolle, denn Türte jetzt im letzten Sektor nochmal die Doppelrechts. Sauber genommen. Jetzt hier nochmal. Jetzt die Link. Hubskill-Do-Net holt sich 3 Sekunden. Unfassbar. Auch 9 Sekunden. Verliert er das Podium dadurch. Und jetzt Türte die letzte Kurve. Er kommt rein auf Start und Ziel und gewinnt das Rennen mit maximaler Punktzahl.
und ist der neue Weltmeister in der Samstagsserie. Und nochmal die schnellste Runde mit der 1:34.849. Jetzt wird's spannend. Ilkay aktuell auf P2 abgewunken. KCZ Racing kommt jetzt rein. KCZ Racing springt aktuell auf P2. Hab Skill, du nicht. Bleibt auf P4. Saki Sakowski 5 und Sindbad springt. Und jetzt. Und was ist da los? Teller springt auf die 2 und Acker auf die 3. Ich fass es nicht. Teller hatte ich gar nicht mehr auf der Rechnung. Ein Wahnsinnsrennen. Meine Stimme bricht. Egal. Das ist nicht zu fassen, was wir hier in den letzten Runden erlebt haben an Drama. Aber Weltmeister und Sieger des Rennens, RRL Turtle. Und diese drei werde ich jetzt auch gleich in die Party einladen. So. Schauen wir noch kurz, wer Fahrer des Tages wird. Wahnsinnsrennen. Casey Teller auf 2. Ja, und da freut sich der Alpha Tauri Pilot auch. Fahrer des Tages ist Florian Xeer 1. Ich weiß nicht, ob Sindbad sich da noch eine Strafe geholt hat. Wir sehen es sicherlich gleich nochmal im Überblick. Und hier sehen wir den Sieger des Rennens. Alles überragend heute. Pole Position, Sprintrennen gewonnen, Hauptrennen gewonnen. In beiden Rennen die schnellste Runde. Alpha Tauri, super Teamergebnis auf P2 und P3. Ja, Wahnsinn. Ich bin fix und fertig von dem Rennen. Schauen wir uns die Siegerehrung an. Und die drei hole ich mir dann gleich ins Interview. Selbstverständlich. Kleinen Moment, hier das Ergebnis. Turtle gewinnt. Ah, gehen wir mal aufs Hauptrennen. Turtle gewinnt vor Teller und vor Acker. Und zwischen P2 und P3, das war minimaler Unterschied. KCZ Racing fällt vom Podium. Ilkay fällt vom Podium. Hubskill Dunet fällt vom Podium. Und Sindbad hat dann leider doch abreißen lassen müssen. Aber auch auf P7 starkes Rennen. JMK technische Probleme. Auf P8 Saki Sakowski P9. Florian auf 10. Bakura auf 11. K1 der neue Fahrer auf 12. Stark durchgekommen. Stingray 1 leider DNF. Extra Prinz DNF. Tim DNF, Alpine ein Rennen zum Vergessen heute und Altair leider auch DNF. So, und ich hole mir die drei Leute jetzt in die Party und bis gleich, bis zum Interview. Hallo Acker, hallo Lukas. Hallo. Was ein Drama. Soll ich Teller noch einladen? Hab ich schon. Weil der nicht angezeigt ist bei mir in der Party und der auch keine Einladung. Also wir waren ja in der Party eben. Warte der mal. Teller hat keine gekriegt. Hat er keine gekriegt? Teller hatte ich eigentlich auch eine geschickt. Doch, da ist er doch. Oder hast du den jetzt gerade reingeholt? Ne, das ist Turtle jetzt. Ja, dann war Turtle und Teller hatte ich auch gerade eine geschickt. Warte, bei mir hängt hier gerade alles. Ja. Warte, ich lade ihn sonst auch nochmal ein. Ja, mach mal. Ja. Hallo. Hallo zusammen. So, wir warten noch kurz auf den lieben Teller. Jetzt müsste er. Ja, jetzt habe ich ihn schon geschickt. Ah, komm, lass mich hier raus. Na, jetzt wechselt erstmal der Host einmal durch. Hallo Teller, grüß dich. Also, bevor wir mit den Interviews anfangen, erstmal herzlichen Glückwunsch an Turtle zur Weltmeisterschaft. Ist, glaube ich, noch nicht durch. Doch, aber ist durch. Doch, aber ist durch. Es, 147 Punkte wären maximal möglich gewesen. Also okay. In den letzten drei Rennen und Acker hatte 144. 39.
139, glaube ich, Rückstand. Ich habe das Sprintrennen schon mit eingerechnet. Ach, keine Ahnung, ich habe es nicht durchgerechnet, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es reicht. Es reicht auf jeden Fall, ich habe es auch schon durchgerechnet gehabt. Es hätte bei jedem Ergebnis gereicht, wo du vor Acker und Ilkay bleibst. Wenn du besser als P8, glaube ich, gewesen wärst. Ja. Ja, dann. Deswegen. Danke. Ja, bitte, bitte. Okay, aber fangen wir mal an. Ich komme hier gerade aus dem Spiel nicht raus. Hat sich dieses Spiel aufgehangen? Kann das sein? Naja, herzlichen Glückwunsch. Egal. Fangen wir mal an mit Teller. Ja. Verrücktes Rennen zum Schluss. P3, dann Ich irgendwie. war P3, Danny. Nee. Teller war P2. Nein. Warte. Doch. Ach, das sind die Doch. Punkte. Entschuldigung. Wir fangen an Ja. mit Acker, genau. Entschuldigung. Ja, richtig, richtig. Ja, also Qualifying, Sprintrennen, das war, glaube ich, alles noch soweit halbwegs normal. Und Hauptrennen war ja dann absolutes Drama zum Schluss. Ja, aber fangen wir vorne an. Erzähl von einem Qualifying, Sprintrennen und dann Hauptrennen. Ja, Quali war erste Runde so bescheiden, weil ich Querstehen letzte Kurve hatte, zweite Runde gecuttet, dritte Runde top, also Du war hattest mit zwei P2 jetzt auch zufrieden. Quersteher in der ersten Runde. Ich, ja, okay, kann sein. Ja, stimmt. Ende erster oder Anfang zweiter Sektor, stimmt, da hatte ich auch einen. Und Du dann letzte wärst Kurve nochmal. eine 1,33,5 gefahren. Genau, ja, aber dann am Ende 1,33,3, letzten Ja. Schuss, mega zufrieden, also P2. Ja, dann kam das Drama am Sprintrennen mit dem Wetter. Ja. Dass wir uns gedacht haben, okay, vielleicht macht es Sinn, gleich auf Inters zu starten, um dann, ja, sag ich mal, weil der starke Regen nicht lange anhalten sollte. Und dann wurde schon in der Einführungsrunde gesagt, der Regen soll weniger werden, wurde dann aber die ersten, ja, 4, 5 Runden nicht weniger, sodass wir echt extrem viel Zeit verloren haben. Und dann kam genau, als die Red-Fahrer dann reingefahren wären, Ja. beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Turtle und so reingefahren wären oder ob die einfach noch abgewartet hätten, bis es komplett trocken ist, weil die ja schon so einen großen Abstand hatten. Kam dann das Safety Car, daraufhin dann alle auf Inters. Dann war ich, glaube ich, Zweiter hinter Turtle. Konnte dann aber Simon irgendwann, also hab's Skill nicht mehr halten. Er ist dann vorbeigefahren. Und dann war es im Trockenen. Nee, Quatsch, die haben vor mir gestoppt. Genau. Entschuldigung. Die haben vor mir gestoppt, sind dadurch beide vor mir rausgekommen, weil ich gedacht habe, macht noch keinen Sinn zu stoppen eigentlich, weil es noch geregnet hat. Aber ja, Strecke war trotzdem schon trocken anscheinend. Dann, genau, P3 dann im Sprint. Ja, soll man so sagen, war ereignislos dann. Sag mal, ich bin dann nur hinterher gefahren, kam nicht wirklich vorbei. Dann Hauptrennstart, war ganz gut. Ich bin auf hart losgefahren, weil ich es riskieren wollte tatsächlich. Hätte mich auch echt interessiert, wie es zum Schluss gewesen wäre, ohne Safety Car und ohne die Vorfälle von mir dann. Weil ich dann in Runde 18, glaube ich, 3 Sekunden hinter dem ersten Medium-Fahrer waren, die sich alle so langsam wieder zusammengezogen haben, weil die Reifen, glaube ich, eingebrochen sind. Und dann hat sich Simon vor mir gedreht und ich dachte, er steht neben der Strecke, ist dann aber leicht auf die Strecke wieder zurückgerollt und ich bin dann komplett raufgekoffert und hatte dann einen roten Flügel vorne. Okay, deswegen Flügelwechsel, auch in Runde 16 war es sogar. Ich dachte, Genau. Vor allem du habe ich halt, ich ziehst habe halt so. zwei Kurven vorher hatte ich noch gesagt, boah, das läuft hier gerade eigentlich zu perfekt, weil kein Ja, Safety Car und so kam. richtig. Und dann, ich habe Simons Dreh ja wahrgenommen, dachte, er steht neben der Strecke, fahre um die Kurve rum und sein Auto ist halt noch so 10 Meter nach vorne gerollt. Und darauf bin ich komplett raufgefahren. Warum Simon da jetzt keinen Flügelschaden hatte, keine Ahnung. Den hatte ja nur ich. Ja, dann rein, dann auf den Mediums. Dann habe ich mir die aber, glaube ich, die ersten 5 bis 10 Runden komplett überfahren. Dass ich am Ende meines Stints an die 75% dann hatte. Dann auf die Softs und dann kam eine Runde, nachdem ich regulär gestoppt habe, die Safety Car. Während meines Medium-Stints hatte ich mich auch noch einmal gedreht. Ja. Das kam auch noch dazu. Ja, dann kam das Safety Car, dann war irgendwie vor mir ein bisschen Verwirrung, weil Florian auf einmal IMK Spot überholt hat, als Überrundeter. Dann quasi beide auf einmal vor mir waren, sich gegenseitig aufgehalten haben. IMK mit seinen harten, Florian mit seinem Medium, ich dann mit den soften. Kam dann aber vorbei. Ja, und dann dachte ich mir, müssen wir nochmal ein bisschen Spannung reinbringen und hab nochmal einen Dreher eingebaut. Also war Hab es doch übelst. ein Dreher, kein technisches Problem, weil es gab einige, die hatten technische Probleme, da hat das Lenkrad nicht, der Controller nicht mehr reagiert, JMK war tierisch am Kotzen, da ging gar nichts Nee, nee, mehr. also bei mir war es wirklich War es ein ein Dreher? Dreher. Okay, In gut. quasi an der Stelle, wo ich den Quersteher in der ersten Ja, Quali-Schuss hatte, ja, oben auf ja, der, wenn du über die Kuppe da fährst. ja. Hat es mich dann entschärft, ja, und dann dachte ich, boah, dann war ich Platz 9, also quasi der letzte von denen, die In der gleichen nicht Runde überrundet waren. waren. Genau.
hinter meinem Teamkollegen Teller dann, den, zu dem ich dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt reicht's mir, du musst ihn jetzt irgendwo eingreifen, jetzt überhol die MK. Ja. Weil ich im Kopf, also in der Party war eigentlich total still in den letzten Runden, weil wir beide am Limit waren und beide keine Glaube Strafen ich. hatten. Ja. Aber irgendwann kam bei mir im Kopf so dieser, dass ich es realisiert habe, von wegen, ja, okay, die haben vorne alle mindestens 9 Sekunden. Wir müssen da nur irgendwie vorbei und ungefähr um eine gute Pace fahren, dass wir da vorne vielleicht reinrutschen, irgendwo auf P4, 5, 6. Irgendwie so, dass wir noch ein paar Plätze gut machen. Und dann sind wir über die Linie gefahren und dann kam die Überraschung mit P2 und P3 und wir dachten, hä, das geht gar nicht, weil. Also hättest du unsere letzten Runden gesehen, das war wirklich pures am Limit fahren, erster Sektor. Also wir sind so über die Curbs geschossen. Letzte Runde haben wir beide noch fast gecuttet, da waren wir wirklich beide an der gleichen Stelle ganz nah dran, den Cut noch zu holen, den dritten. Also ich hatte seit Runde 10 zwei Cuts, deswegen, ja. Und dann P2, P3. Ich glaube, nach dem Rennen, das Teller hatte, nach dem Rennen, was ich hatte, P2 und 3 mehr als schmeichelhaft. Ja, alles gut. Also dich auf P3 hatte ich. Ich habe das so mit den Strafen ein bisschen mitgerechnet. Aber Hubskill-Dunett hat sich's ganz schön verbockt. Der hat nochmal Ja, drei der wollte Raisin Sekunden. irgendwie noch angreifen. Ja, was ich nicht verstanden habe. Aber gut, das muss er wissen. Aber ja, trotzdem Glückwunsch an P3 und du bist übrigens an Ilkay in der WM vorbeigegangen. Ja, das war, glaube ich, ganz eng schon, ne? Ich glaube, hätte gereicht, wenn ich nur vor ihm gewesen wäre in irgendeinem Rennen. Du hattest 144, 147, ja. Also es waren drei Der Fokus Punkte. liegt aber eher auf die Team-WM für uns eigentlich. Und da Ja, haben wir gut Punkte gemacht auf P2, P3 jetzt. da habt ihr richtig gut Punkte gemacht. Und das ist natürlich dann eine perfekte Überleitung, weil den, der auf P2 war, den habe ich gar nicht auf P2 auf dem Schirm gehabt, gebe ich ehrlich zu. Glückwunsch an dich, Teller, erstmal. Ja, erzähl von deinem Qualifying, Sprintrennen und Hauptrennen dann. Warte mal, wen hört man nicht? Hört man Teller nicht? Warte mal. Hast dich nicht. Jetzt hört man mich. Okay, dann fang bitte nochmal an. Kann man Teller jetzt hören? Ja, man hört mich jetzt. Hab umgestellt. Gut, dann darfst du nochmal anfangen. Ja, Quali war sehr unspektakulär. Dann aber auch P9, Zeit war in Ordnung. Wäre ein bisschen mehr gegangen, aber er war halt nun mal nicht so letzten Versuch gecuttet. Aber er ist völlig in Ordnung. Im Sprintrennen dann in irgendeinen Unfall verwickelt gewesen, weiß auch nicht mehr ganz welche Runden. Ziemlich am Anfang auf jeden Fall, bin hinterher gefahren. Das ganze Sprintrennen über, habe noch so ein, zwei Fahrer, glaube ich, überholt. Ich weiß auch nicht mehr, um ehrlich zu sein, wo ich ins Ziel gekommen bin. P9 auch, 18, irgendwie sowas. Und dann im Hauptrennen in Runde 1, in der Kurve kurz vor der langen Geraden, wollte Florian mich überholen, hat Tim weggedreht und ich bin Tim raufgefahren und hatte dann Flügelschaden. War ein bisschen bitter, musste dann in die Box und bin eigentlich die ganze Zeit da mein Rennen gefahren, egal was die anderen sagen, habe ich mein Ding da gemacht. Und war auch aussichtslos. Ich war die ganze Zeit still in der Party, hatte eine Krawatte, sonst wie groß. Ich war am Erdcat, ich war schon überall anders, außer auf P2. Und dann kam diese Safety Cut zum Schluss und ich hatte die ganze Zeit halt keine Strafen und auch zwei Cuts. Und da habe ich gedacht, na, wenn jetzt ich bin schnell an Silbert vorbei, weil der hat ist bekannt bei mir, dass er auch viel fightet und was, da muss ich so schnell wie möglich vorbei, sonst finde ich den Anschluss zu allen anderen. So, das habe ich aber nicht geschafft. Und dann war ich schon so, na, reicht das nicht? Dann hat Luki sich noch weggedreht, dann war die Stimmung an sich so ein bisschen schlecht. Und dann hab ich versucht, unten auf der Karte auch zu gucken, wie es mit dem Abstand ist, habe aber dann total den Überblick verloren, habe mich einfach nicht konzentriert. Ja, und dann, als ich über die Ziellinie gefahren bin, KZ Raisin hat sich schon über P2 gefreut. Ja. Aber dann, Marco, hörst du das? Dann kam Luki und ich. Ja. Ja. Super, also es ist wirklich super unverdient der P2. Ich habe da heute eigentlich wirklich gar nichts zu suchen, wirklich nichts. Ich habe damit heute gar nichts zu Naja. tun. Aber am Ende muss man sagen, Strafenfreiheit setzt sich durch. Glückwunsch an Turtle zum Sieg. Also ganz ehrlich, in Kota, ich habe ja gesagt, 152 Sekunden sind aus dem Sprintrennen von der F2 zu toppen. Das war der echte Oberknaller. Getoppt? Nee, auf keinen Fall. Niemals. Vor allen Dingen Ja, keine 152 Ahnung. Sekunden im Sprintrennen, ne? Also nicht mal im Ach Hauptrennen. so. Ach so. Ja, das war am Dienstag absolutes Chaos. Aber gut, sei es wie es sei. Ja,
Kommen wir zu P1. Qualifying gewonnen, Sprintrennen gewonnen, Hauptrennen gewonnen. Das beide Male die schnellste Runde geholt. Damit hat er das geschafft, was er die Saison in Belgien schon mal geschafft hat. Maximale Punktzahl, 49 Punkte. Und jetzt auch rechnerisch neuer Weltmeister in der RRL Samstagsserie für McLaren RRL Turtle. Herzlichen Glückwunsch von mir und natürlich auch von allen anderen. Danke, danke. Ja, soll ich beim Quali anfangen? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, wie fühlst du dich jetzt erstmal, dass du jetzt Weltmeister bist? Naja, es fühlt sich an wie ein normaler Abend. Also, Ah, ein bisschen mehr Emotionen, ey. Wenn du den Streamern hörst, mir bricht die Stimme in den letzten 5 Runden weg. nein, also guck mal, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben an, aber es war ja schon relativ lange klar, dass wenn ich das jetzt nicht noch komplett gegen die Wand haue, Ja. dass das durch ist. Wenn das jetzt ein Abu Dhabi-Finish gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich sehr viel emotionaler, aber Ah, natürlich freue ich mich. das ist Wäre schön. eine Lüge, wenn ich mich nicht freuen würde. Aber ja, davon kaufen kann ich mir in Real Life jetzt auch nichts. Das ist halt so. Weiß nicht, gibt es nicht einen Pokal, den du zugeschickt kriegst? Ja, Weiß was soll ich nicht. mir davon kaufen? Soll ich damit in den Supermarkt rennen und mir davon Äpfel kaufen? Du Oder kannst ja, dir weiß davon eine Flasche Rotkäppchen-Sekt holen und die da reinmachen, wenn du nicht. möchtest. Ja, das stimmt. Ah, siehst du. Ja. Nein, ab. Obi, ich hoffe, du hast es gehört. Ich glaube, Turtle braucht keinen Pokal. Das war, glaube ich, sein Den Vorsatz. Ich glaube, er hat Pokal es nehme gerade ich trotzdem. abgelehnt. Den Pokal nehme ich trotzdem. Den Pokal nehme ich Ja, natürlich trotzdem. ich meine, ist ja auch der Verdienst für eine lange Saison. Und ich habe es auch nochmal gesagt, insbesondere wenn man sich mal deine Rennen ab Silverstone anschaut. Eigentlich ab Belgien, wenn man genau nimmt, die letzten 5 Rennen. Gab eigentlich keine Ausreißer. Du hast ja zwischendrin mal pausiert ein bisschen. Ja. Ja. Ja, wie ging es dir so sonst so? Also Qualifying klar, da war mir eigentlich klar, dass du wahrscheinlich die Pole Position holst. Ich dachte, du bist vielleicht noch ein bisschen schneller. Danke, danke. Ja, du bist ja den letzten Run nicht mehr gefahren. Nee, bewusst, bewusst. Bewusst, habe ich mir gedacht, wegen potenziell Safety Car und so, ja. Genau, das war ja am Ende auch so. Das war ja Genau. perfekt. Also ich fange mal beim Quali an. Ja. War ein gutes Quali, nicht das perfekte Quali, nicht die perfekte Runde. Habe ich aber nicht gebraucht, zum Glück. Konnte mir einen Soft sparen. Ja, direkt zum Sprintrennen. Ich hatte erst ein bisschen Angst wegen dem Regen. Regen und ich verstehen uns nicht. Wenn man sich ans Langstrecken-Event zurückerinnert, da habe ich das Auto in die Wand gehämmert und dadurch vielleicht den Sieg weggehauen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, gut weggekommen. Erst ein bisschen überrascht gewesen, dass Acker auf Inters war, aber am Ende war es, glaube ich, gar nicht so dumm. Also, wenn Acker da nicht dieses Pech mit dem Safety Car hätte, dann wäre er wahrscheinlich vor allen anderen Wettfahrern gewesen. Und um deine Frage zu beantworten, ich denke, alle, die vor dir waren, die waren fast alle bei mir in der Party mit, die wären für Inters reingegangen, also du wärst ganz vorne gewesen. Ja, dann wurde es relativ chaotisch wieder, weil ich weiß nicht, woher die ganzen Safety Cars immer kommen, aber dann gab es halt mal ein perfektes Safety Car für uns, für die Wet-Fahrer und das war wirklich perfekt. Vor allem für mich. Dann konnte ich den Stiefel da vorne runterfahren, dann wurde es trocken. Dann habe ich mich wieder gewundert, warum Acker noch eine Runde mehr auf Inters macht. Ich war auch erst am Überlegen, aber mir wurde eine alternative Strategie vorgeschlagen, also mache ich es einfach. War dann auch am Ende wieder ausschlaggebend wahrscheinlich. Strafenfrei auch geblieben im Sprint, das war wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Und damit dann den Sprint gewonnen, Fastest Lap gehabt, perfekt. Mehr geht nicht. Dann ging es ins Hauptrennen und da war der Start auch wieder gut. Auf Mediums gestartet, weil ich vorhatte, Mediums soft zu fahren. Wieder eine gute Pace gehabt. Die MK konnte sich eine Zeit lang drin halten im Sekundenfenster, dann habe ich angefangen zu pushen ein bisschen. Konnte ich mich rauspushen und dann habe ich ein bisschen überpusht und habe mich gedreht. Wir haben es gesehen. Ich habe schon die Wand kam immer näher und ich habe mir schon gedacht, oh nein, jetzt hau ich es in die Wand. Habe ich zum Glück nicht. Ist jetzt am Ende auch nicht so dramatisch. Trotzdem muss das natürlich nicht passieren, wenn man, ich glaube, 6 Sekunden hatte ich auf WMK und 11 oder so auf Acker. Genau. Das war nicht nötig, da so ans Limit zu gehen, aber ich habe auch einfach das Heck nicht gespürt. Also ich weiß nicht, was da heute schon wieder los war. Trotzdem natürlich meine Schuld. Und dann konnte ich mich aber relativ schnell wieder nach vorne kämpfen, hatte dann auch ein bisschen das Glück, dass Ilkay sich direkt vor mir gedreht hat, sodass ich da kein ERS gegen den pushen musste und auch keinen Frontflügelschaden oder so bekommen habe. Also ganz entspannt. Und dann konnte ich wieder
an IMK ranfahren, konnte ihn ganz entspannt dann auch überholen, weil ich ein bisschen weniger Downforce gefahren bin heute. Weil ich Angst hatte, dass Acker mich am Start überholt und ich wieder nicht vorbeikomme, so wie in Japan. Davon habe ich lange ein Trauma. Ja. Und dann ging das Rennen ganz entspannt zu Ende fast. Dann sind wir auf Harte gegangen, weil eigentlich wollte ich auf Softs gehen, aber ich habe gemerkt, dass die Mediums echt ganz schnell einbrechen. Also die waren bei mir auch auf 75% zum Ende. Waren nicht mehr schön zu fahren, bin ich auf Harte gegangen. Die Harten waren super geil. Der beste Reifen heute für mich. Und dann wollte ich sowieso zum Ende nochmal auf Softe gehen. Dann kam halt das Safety Car, was ich nicht so geil fand, dass halt Acker dann direkt hinter mir war. Das war dann sehr unglücklich. Ich habe das natürlich auch mit IMK mitbekommen, dass der da Probleme mit seinem Controller hatte. Ja. Hat mir vielleicht jetzt zum Ende auch ordentlich den Arsch gerettet. Weil vielleicht wäre Acker ein bisschen näher dran gewesen, wenn er nicht so viel verloren hätte gegen Florian XT1 und IMK. Also Acker hatte zwei überrundete plus JMK, wo der Bot gefahren ist zwischen dir. Ja, Und ja, das war und dann hast du 4 Sekunden rausgefahren. ja. Also Aber den Dreher hätte ich ja trotzdem gehabt, also. ja, natürlich, natürlich. ja. Ja, das würde ich halt so nicht sagen. Natürlich hast du den Dreher, aber wenn du näher dran gewesen wärst, hättest du vielleicht nicht überpusht, weißt du? Ich weiß nicht, ob du überpusht hast oder ob du dich so gedreht hast. Das ist ja jetzt auch egal, du bist ja trotzdem Dritter geworden. Ja. Sehr schön. Dann konnte ich am Ende ein ordentliches Gap rausfahren. Ich glaube, 18 Sekunden auf Teller durch die Zeitstrafen von den anderen. Ich weiß nicht, was hier heute abging mit den Zeitstrafen. Ja, und dann Fastest Lap, Rennen gewonnen, WM gewonnen. Perfekt. Also mehr geht nicht. Alles Was soll ich gewonnen. dazu noch sagen? Ja. Ja. Super, ja, auf jeden Fall. Ich verstehe nicht immer, wenn ich kommentiere, muss die letzten 10 Runden immer irgendwas passieren, wenn eigentlich gar nichts mehr passiert. So war es heute auch. Safety Car. Ja, es ist halt echt extrem. Vor allem in der Samstag fällt mir das auf. Da kommt immer in den letzten 10 Runden irgendwie ein Ja, Safety, gell? Wahnsinn. Ja. Ist. Naja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an dich. Du bist, glaube ich, auch von allen Serien jetzt her der erste Weltmeister, der feststeht. Nee, Nee, 50A 50. ist schon M6. Der hat ja die Okay, 50A da dann. komplett auseinandergenommen. 50, ja, ist auch immer einer, der gern mal Last to First macht, habe ich gesehen. Ja, die Qualis sind bei ihm nicht so, aber die Race Pace Ja, ist absolut geisteskrank. Wahnsinn. Na gut, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr alle zum Interview wart. Ich denke, Team Alpha Tauri wird sich speziell auf die KBM konzentrieren, gehe ich mal von aus. Dass Schon die ganze das Saison, ja. im nächsten Rennen, ich glaube, ihr habt jetzt 130 Punkte. Ich meine, euch kam es ja zugute, dass IMK so weit hinten war im Hauptrennen. Und Ilka ja auch. Ja. Ja, ich habe mich halt gefragt, warum IMK nicht sich die Softs geholt hat. Oder war da der Controller da schon aus von dem Zeitpunkt? Der war schon Der aus, der war schon aus. Ach so. war vorm Safety, der ist ja auch nicht in die Box gegangen. Nee, Nee, genau, das genau. meine ich ja. Das habe ich mich nämlich schon gefragt, warum er nicht reingeht, warum er nicht in die Box geht und sich so, weil, ja, ich sag mal, die Harten draußen zu bleiben, ja, Ja, war unnötig in dem Fall. es hätte er auch nicht gemacht. Also ich ging davon aus, Nee, alle gehen jetzt in die deswegen Box. hab ich mich ja gefragt. Ja, letzte Frage an Turtle noch. Wie schätzt du ein noch die Chance auf P2 in der KWM? Also vor dem Rennen waren es 81 Punkte Rückstand. Jetzt sind es deutlich unter 60 oder 50 sogar. Ja, schätze ich leider nicht mehr so gut, weil, Okay. also ich habe letzte Woche schon, also am Dienstag schon gesagt, dass ich nicht mehr lange fahren kann. Ja, ich Überrascht, dass weiß. ich heute noch da war. Ich werde auch morgen da sein und Montag. Ich weiß nicht, die brauchen da ein bisschen irgendwie mir einen Reha-Platz zu besorgen. Aber einfach so, wenn, ich glaube nicht, dass wir es geschafft hätten, einfach weil ich glaube, Jan auch einfach, also Saki Sakowski, nicht mehr so viel Lust aufs Spiel hat und Okay. da fehlt einfach absolut der Reiz jetzt. So, wir hatten ja die Anfangsphase ab Ja, Belgien, wo wir wirklich ich weiß. Deswegen. 70 Punkte also Ja, mindestens 70 Punkte geholt haben. ja. Vielleicht hätten wir es geschafft. Wer ist ein P2? Ist das Haas? Ja, Ilkay und Ja, Jemke. JMK und Ilkay, richtig. Aber Ja. Saki hatte heute auch ganz schön viele Fehler drin, hatte vielleicht auch ein bisschen Ja, Pech. genau. War die Strategie eigentlich, da war er im Hauptrennen kurz hinter Acker, das war so nach den Boxenstops, er war auf den frischeren Reifen, dass er vorbeigeht und dann Acker quasi auffällt. Hattet ihr euch da irgendwie abgesprochen? Nee, also um ehrlich zu sein, habe ich mir gar keine Sorgen mehr um Acker gemacht, weil Acker hatte ja, glaube ich, Ohoho. Ja, ich weiß, das waren vorm Boxenstopp 45 Sekunden genau Vorsprung. Ich habe deswegen, es also ich habe gesehen. jetzt, natürlich habe ich immer wieder gesagt, müssen aufpassen, keinen Fehler mehr machen, Acker Ja. kann immer wieder kommen, vor allem mit der Strafenfreiheit natürlich. Ja, richtig. Aber so direkt hatte ich mehr
Angst vor Hubskill du net. Und IMK natürlich, weil der war nicht so, so weit weg. Ich glaube nur 15 Sekunden oder so. Ja, richtig. Das wäre nur ein Fehler gewesen und dann wäre er wieder dran. Aber ja, Jan ist einfach gerade nicht so in F1-Laune. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Das Spiel neigt sich komplett dem Ende. Ja, ist Aber ja auch ich nicht so denke, ein. wir hätten nicht mehr P2 geschafft, Ja, denke ich. ist ja auch nicht so einfach, weil das neue Spiel kommt ja quasi Mitte Juni schon raus und da läuft ja Ja, in genau. der ERL noch die Saison in den diversen Ligen. Also ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört, dass man irgendwie aufs neue Spiel umswitcht oder abkürzt oder ähnliches. Habe ich jetzt nichts gehört. Deswegen, ja, ich glaube, die letzten Rennen sind Ende Juli oder Mitte Juli. Nee, nein, nein, Juni. Juni ist zu Ende. Ende Juni Es sind die letzten Rennen. gibt doch noch D-Serie. Nachholrennen. D-Serie hat auf jeden Fall am 5. Juli. Das D-Serie. Juli, bist du dir sicher? Ja, ich bin 5. dafür. Juli. Ich bin dafür angemeldet. Ich darf ja Die sind ja wieder. fast einen Monat zurück. Einen halben Monat. Das würde ich nicht fahren, wenn ich. Okay. Aber es war doch letztes Jahr auch schon so. Ja, letztes Jahr war Also, das auch so, ja. D-Serie Mittwoch, 5. Ja, Juli. 5. Juli, ich habe auch gerade geguckt. Ihr seid auf Also. jeden Fall, glaube ich, die Letzten. Also danach kommt. Das F2-Nachholrennen ist davor. Glaube ich, den Tag davor. Ja. 5. Juli und 4. Juli ist der Nachholtermin für Bahrain. Ja, da sind wir halt dann schon über 3 Wochen im Spiel, ne? In dem neuen. Gut, muss man schauen. Ja, aber ich denke auch, die D-Serie, wenn Vibinho so weitermacht, wird da schon entschieden sein. Gehe ich fast aus von. Der hat sich wieder gefangen. Gut, sei es wie sei. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen. Glückwunsch nochmal an den Sieger und an den neuen Weltmeister. Glückwunsch an AlphaTauri für den Vorsprung ausgebaut in der KWM. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, weil ich muss morgen früh arbeiten. Gleichfalls, ciao, ciao. Alles klar, ich wünsche euch was. Bis dann, ciao. Tschüss. So, damit sind wir durch. Schöner langer Abend, haben wir gut rumgebracht. Ein bisschen Chaos zum Schluss, aber das muss wahrscheinlich immer so sein, dass es die letzten Runden nochmal absolutes Drama gibt. Ich bedanke mich bei allen, die mit durchgehalten haben, jetzt noch knapp 3,5 Stunden. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal dann beim F2-Rennen in Mexiko übernächste Woche, Dienstag. Bis dahin, ciao, ciao.